Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan ohne festes gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv. Nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen. Aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA Arcana. Und zwar ist das, wir befinden uns in Aventurien, nutzen die Welt von Aventurien, aber wir spielen nicht mit dem DSA-Regelsystem, sondern mit einem homemade, eigen kreierten System, inspiriert durch das Arcana-Kartensystem aus dem Spiel Chroniken der Engel. Wie das genau funktionieren wird, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Oder wenn ihr das später schaut auf YouTube, könnt ihr auch unten mal in die Beschreibung schauen. Da habe ich das System dann verlinkt, wie das ungefähr funktioniert. So, wir spielen heute ein Prelude, nämlich das Prelude von Elena von Kurkum. Und die wird gespielt von der guten Elanor. Rondrat zum Große. Genau. Oh, hallo. Schön, dass ihr auch alle schon so zahlreich da seid. Ich muss immer noch jetzt mal, gerade weil die Runde jetzt gerade neu ist und hier auch die ganzen OBS-Einstellungen von mir alle neu aufgesetzt worden sind, ihr im Chat da draußen,
Falls euch irgendwas am Ton oder so auffällt, jetzt ist die Möglichkeit, das in den Chat reinzuschreiben. Also generell könnt ihr das immer machen, wenn ihr was von uns guckt. Falls jemand zu laut oder zu leise ist, dann sagt früh Bescheid, dann können wir vielleicht sogar noch was dran machen. Wäre dann schade, wenn das später dann irgendwie nicht so gut ist. Ja, er schreibt jetzt alle passt, dabei hat Eleanor gar nicht so viel gesagt. Aber ich hoffe, es passt alles soweit. Ja, wir haben heute außerdem, muss ich noch außer dem Disclaimer, der schon gelaufen ist, noch einen zweiten Disclaimer vorneweg schicken. Falls ihr die Borberat-Kampagne, also die sieben gezeichneten Kampagne, wird es ja auch genannt, noch spielen möchtet. Wir spielen heute Ereignisse, die sich, ja, wie viel von dem, was in der Borberat-Kampagne, also nicht viel, aber einiges von dem, was in der Borberat-Kampagne vorkommt, spoilern würden. Das heißt, wenn ihr das noch schauen wollt beim Pöller RPG oder bei Mischka oder bei anderen, die das streamen und nicht gespoilert werden wollt, dann ist das hier jetzt vielleicht nichts für euch, weil hier kommt ganz viel gleich davon vor. Wir spielen, in Anführungsstrichen, spielen wir gleich in Schnelldurchlauf ein Abenteuer aus der Kampagne, aus einer etwas anderen Sicht. Nämlich das Abenteuer Goldene Blüten auf blauem Grund. Das ist aus dem dritten Band der Borberat-Kampagne, der Invasion der Verdammten. Und befasst sich mit, Achtung, jetzt fängt der Spoiler-Ding schon an, mit dem Fall von Curcum, der Amazonenburg. Und ja, Elena von Curcum wird an jedem Fall teilnehmen. So, also seid gewarnt. Es kann ja auch inhaltlich auch einige Spoiler geben zur Borberat-Kampagne. Also nicht nur was dieses Abenteuer angeht, sondern wenn dieses Abenteuer im Borberat-Zyklus vorkommt, wissen die Heldinnen schon ganz viel über Borberat, also relativ viel. Da sind jetzt die von mir bekannten Streamer alle noch nicht an dem Zeitpunkt. Und ja. Deswegen passt auf. Also das taucht einiges auf, was ja einiges vorwegnimmt. So, haben wir das auch. Das gilt übrigens auch für die gesamte Kampagne, die wir hier spielen, nicht nur für das Prelude, also nicht so geballt wie heute, weil wir ja ein Abenteuer aus dem Zyklus spielen, sondern die Splitterdämmerung spielt nach der Borberat-Kampagne und nimmt halt Bezug auf Ereignisse, die passiert sind, klar. Und sie befasst sich auch mit Konsequenzen, die aus der Borberat-Kampagne heraus entstehen. Von daher habt ihr ja im Intro schon gesehen, ne, schon da wurde gespoilert. aber gut, müsst ihr mit leben, wenn ihr das hier schauen möchtet. So, ja, der Norman schreibt auch mal, Elena soll viel mehr sagen. Ja, jetzt redet gerade Koali, da kann ich nicht ganz so viel reden. Ich hoffe, dass ich nachher noch ans Reden komme. Ja, also es kann sein, dass du heute, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das heute irgendwie vernünftig. Also ich habe vor, dieses Abenteuer halt im Schnelldurchlauf zu machen, als eine Art Erinnerung führen von Elena, weil Elena hat sich ihren Charakter so ausgedacht, dass die beim Fall von der Burg Hokum dabei gewesen ist. Deswegen erleben wir das heute. Das Problem ist halt nur, ja, das Abenteuer geht halt davon aus, dass man die Gezeichneten spielt. Und das ist Elena ja nicht. Aber dafür ist sie halt eine Amazone, die auf der Amazonenburg war. Das heißt, du bekommst von den Ereignissen ziemlich viel mit. Hast aber jetzt irgendwie wenig Einfluss, weil die ganzen Heldentaten auf der Burg machen die Gezeichneten. Leider, Ja, ja. das Muss ist ich sie ein. unterstützen? Ja, also muss sagen, wir werden die Ereignisse ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen. Und für Elena wird es ein paar ja, lebensprägende Situationen wird es da geben. Klar, wenn deine Heimat vernichtet wird, und das ist ja in dem Fall Kurkum, dann hinterlässt das natürlich auf Körper und Seele Narben wahrscheinlich, die dann für das spätere Leben interessant werden. Die Kampagne selbst spielt ja in den späten 30er Jahren, 1030er Jahren nach Bosporans Fall. Und vielleicht beschreibst du, Eleanor, jetzt mal,
ein bisschen noch ganz grob, wo an diesem Zeitpunkt Elena steht. Jetzt in der Zukunft, meinst du? Genau, also in der Kampagnengegenwart quasi. In der Kampagnengegenwart ist Elena in einem kleinen Dorf, das sich Ogrenwacht nennt, untergekommen und lebt dort zur Kampagnenstart seit fast elf Jahren, hat inzwischen eine Tochter bekommen und ja, tut ihr Bestes, um dort nicht aufzufallen. Sie hat eine Schmiede übernommen, aber bleibt immer noch so ein bisschen ihrem Rondra treu, so im Versteckten, macht doch Kampftraining und dass sie fit bleibt, weil man weiß ja nie, was da kommt. Und Tote gibt es immer, man muss aufpassen, dass man sie natürlich nicht vor aller Augen erschlägt, sonst gibt es Ärger. Denn im Dorf ist auch eine Person, eine Priesterin, mit der nicht zu spaßen ist, eine Targonitor-Priesterin. Ja, da sollte man nicht offen den Zwölfen dienen oder ihre Untergebenen erschlagen. Ja. Sonst ist eher zu Elenas Aussehen. Sie ist etwas über 1,65 groß, wiegt so 64 Kilo, ist dadurch, dass sie eine Amazone ist, sehr athletisch vom Körperbau her und sportlich entsprechend. Ja, ihre Haarfarbe ist dunkelbraun, auch wie auch die Augen. Und vom Aussehen und Teint her geht sie so in die thulamidische Richtung. Das heißt, die hat da halt entsprechend, die Abstammung ist südländisch, was bei Kurkum jetzt auch nicht allzu weit hergeholt ist. Wenn die Amazonen reiten heraus, um einen Partner zu finden, war dann eher ein Südländer mit in der Linie drin. Oder auch mehrmals. Ja. Soll vorkommen, ja. Soll vorkommen. Gibt ja auch noch andere Väter. Ja. Kein Torvaler, sondern Südländer. Südländer. Quasi Xena, sagt der Norman. Ja, genau. Ja. Also Xena, das Bild von Xena ist, glaube ich, auch sehr inspirierend gewesen für die Leute, die die Amazonen quasi in das Setting reingeschrieben haben. Ich weiß, nee, ich glaube, die gab es früher, bevor es Xena gab, auch schon. Aber Amazonen gibt es ja auch schon, seit bevor es die Serie Xena gab. Griechischen Stellung. Ja. Ja. Genau, also so ist so eine Mischung aus Wonder Woman und Xena, wenn man sich die 80er Jahre Amazonen in DSA-Quellenbänden mal anschaut, sind die doch etwas, patriarchal dargestellt, also aus patriarchaler Sicht sehr, Raja gefällig dargestellt? Eher Raja als Rondra gefällig dargestellt, ja, so kann man es gut ausdrücken, In meiner Vorstellung sind Amazonen allerdings wirkliche Verkörperungen der Kriegsgöttin und laufen eher selten mit halbnackig, nur mit Kettenhemd-Bikini bewaffnet durch die Gegend, sondern sind durchaus agile Kämpferinnen, die allerdings auch Wert darauf legen, vernünftige Kleidung und vernünftige Rüstung anzuziehen, wenn sie in den Krieg ziehen. Ja. Nur mal so als Erklärung vorneweg. Ja. Goldene Blüten auf blauem Grund hieß das Abenteuer, genau. Ja. Das ist das erste Abenteuer aus dem dritten Band von der Vorbereitkampagne, Invasion der Verdammten. Genau. Ja, also das wisst ihr ungefähr, wo Elena von Kokum zu Kampagnenstart drauf ist. Und ich würde sagen, wir gehen in die Szenerie auch in diese Zeit erstmal. Mit einer kleinen Beschreibung vorneweg. Ich würde das vielleicht ein bisschen vorgeben. Das wird heute öfters passieren. Schauen wir mal, wo es uns hinträgt. Ja. Elena von Kurkum sitzt in der offenen Schmiede. Das Tagwerk ist getan. Der Blick geht nach draußen in die weiten Gassen der Stadt, die nicht sonderlich schön anzumuten ist. Die Last der Besatzer und die Last von Targonitor lastet halt schon irgendwie auf den Menschen, die sich damit abgefunden haben, dass es so ist. Und sich vielleicht teilweise schon gar nicht mehr erinnern können, wie es anders war.
Der Blick von Elena wandert erstmal über die Straßen hinweg und heftet sich an das, was Hoffnung bietet, nämlich die Kinder des Dorfes. Zumindest ein paar davon, wie sie am Ende der Straße spielen. Und zwar haben sie sich irgendwo ein Fass besorgt, haben das irgendwie den Weg entlang gerollt und der große, alte, verkrüppelt aussehende, schiefe Baum, der am Wegesrand steht, aber daneben haben sie das Fass gerollt, also auf die andere Seite des Weges, haben sie das Fass gerollt. Das heißt, auf der einen Seite steht dieser Baum, der wenig Blätter trägt, aber von den Kindern gerne beklettert wird, weil er Angriffsfläche für das bietet. Niedrige Äste, aber dann doch entsprechend hoch, sodass man das auch mal machen kann. Einige von den Kindern haben sich auch schon in die Äste gesetzt. Deine Tochter steht allerdings auf dem aufgestellten Fass und hält eine Schnur oder ein Seil in der Hand, ein dünnes Seil, was auf der anderen Seite an den Baum gekettet, also gebunden ist. Und das so spannen sie das Seil quer über die Straße. Und einige andere haben sich verkleidet, tragen irgendwie Umhänge und improvisierte Helme und Stockschwerter und Säbel. Und dann kommt es dazu, dass der örtliche Bauer mit seinem Karren den Weg herunterkommt, den Ochsen, der ein bisschen widerwillig ist, heute hinter sich herzieht. Das schwere Fuhrwerk ist zu hören, wie die Räder auf dem Boden quietschen. Und jetzt muss er anhalten, weil das Seil halt über den Weg gespannt ist. Und du hörst aus von Weitem ein Halt! Wo wollt er denn eintreten? Aus welchem Grund? Wer seid ihr? Und vielleicht läuft ein Lächeln über das Gesicht von Elena in dem Augenblick. Der Bauer spielt natürlich mit. Er lächelt und versucht in hochgestelzter Sprache zu antworten. Die Kinder fangen an zu kichern und zu lachen. Und irgendwann wird dann ein Wegzoll gefordert und der Bauer gibt ihnen ein paar seiner Feldfrüchte als Bezahlung und wird dann durchgelassen. Der Karren mit dem Ochsen fährt die Straße weiter. Abendessen ist gesichert. Dann wandert der Blick wieder hinunter auf das kleine Buch, was du aufgeschlagen hast. Und was liest Elena denn, während sie da so in der offenen Schmiede sitzt? Das Feuer ist aus. Wie gesagt, das Tagwerk ist getan. Du beobachtest nur die Kinder, wie sie spielen. Und hast eigentlich vorgehabt, ein bisschen zu lesen. Ich habe hier irgendein Geschichtenbuch, was ich im Haupthaus mal gefunden habe, irgendeine Chronik. Einfach was halt da war, also Chronikenbuch. Vielleicht ist es ein altes Wachbuch vom Ort, was mir in die Hände gefallen ist durch Zufall, weil ich halt anfangs mal da durchgestöbert bin. Mhm. Eine Aufzeichnung vom alten Schmied. Vielleicht ist es ja das Aufzeichnung vom alten Schmied, so aus den Anfangszeiten vom Dorf. Das Tagebuch des alten Schmiedes, dessen Schmied ich übernommen habe und der vor 5 Jahren gestorben ist. Ja. Die Buchstaben verschwimmen ein wenig vor deinen Augen und bilden sich in einer anderen Form vor dem geistigen Auge wieder. Und du hörst eine entfernte, weite Stimme in deinem Hinterkopf einen Spruch aufsagen, der dir vor den Augen tanzenden, fast schon flammenden Schrift erscheint. Eine Art Tagtraum, könnte man sagen. Und der Spruch lautet: Wenn die Finsterkrone in der Weltenwunde bohrt und 7 strahlige Schatten wirft, wird die Schwester ihrer Königin folgen und glorreich Einzug halten in die Hallen und ihr geflügelter Retter
wird ihr Schicksal sein. Elena sitzt da und dann wird ihre Miene, also das Buch rutscht ihr, denke ich mal, auch aus der Hand und stumme Tränen rennen ihr übers Gesicht. Sie erinnert sich halt, wann das passiert ist, damals vor über 15 Jahren. Und die Erinnerung wird plastisch und wir tauchen ein in diese Erinnerung. Elena als junge Frau, gar nicht so lange im vollen Kriegsalter, immer noch voller Elan und Tatendrang, voller Pläne für die Zukunft, steht in einer Reihe mit ihren Freundinnen, Kameradinnen, Anführerinnen ihrer Familie, ihrer Mutter, im Rondra-Tempel Hokums. Wie eine militärische Parade sieht es aus, als du da stehst. In der Mitte der großen Halle die steinerne Statue der Herrin Rondra in ja doch recht leichter Bekleidung, hoch mit dem Schwert erhoben steht sie da, muskelgestärkt. In die Ferne blickend. So oft hast du diese Statue schon gesehen. Sie ist einmalig. Nirgendwo sonst steht ein solches Bildnis der Herrin Rondra. Jedes Mal, wenn du daran vorbeigehst, ja, durchfährt dich so eine Art Kribbeln. Hier kann man der Göttin näher sein als vielleicht irgendwo anders. Das Einzige, wo man ihr näher sein kann, ist vielleicht das Schlachtfeld. Aber Elena war noch nie auf einem Schlachtfeld. Natürlich hat sie schon gekämpft, aber eine richtige Schlacht hat sie noch nicht geschlagen. Nein. Und dann ist da vor ein paar Tagen etwas passiert, was Elena aus ihrem Alltag herausgerissen hat. Auf ihrer Wache, auf der Mauer, am Tor, leicht. Hast du dich deswegen auch zurückerinnert, weil dich das Spiel der Kinder daran erinnerte, wie es damals war? Da sind Gestalten auf Pferden angeritten in schnellem Tempo. Saßen auf schönen und nicht so schönen Pferden unterschiedliche Gestalten, angeführt durch eine dir bekannte Frau, eine Rondra-Priesterin, die Elena zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Mal gesehen hat, aber die eigentlich recht selten, zumindest weiß Elena nicht davon, der Fkokum weilt. Ayla, die Rondra-Priesterin, hat merkwürdige Gefährten im Schlepptau. Nicht ihr normales Gefolge, was da ankommt. Und ja, als sie näher kommen, siehst du die strenge Miene von Ayla, wie sie Einlass erbittet. Und sie bekommt Einlass. Und du siehst aus nächster Nähe oben von der Mauer herab diese merkwürdigen Gestalten, die sie begleiten. Das sind keine Rondrianer, die dort laufen. Was macht die mit diesen merkwürdigen Gestalten? Was suchen die hier? Und noch mehr Naserümpfen bekommt Elena, als die sofort vorgelassen werden zu Hippolyta. Kein großes Warten, keine Empfang, kein Wer ist das oder sonst irgendwas. Sie sind werden Männer dabei. Es sind Männer dabei, auf jeden Fall, ja. Das ist so. Was? Und sofort werden sie vorgelassen. Und Elena fragt sich, was los ist. Ja. Und bekommt relativ schnell mit, was los ist. Denn diese Gestalten und Ayla berichten von einem Heer, das sich nähert.
Gerüchte davon waren schon länger zu hören. Ein finsteres, böses Heer, was die Lande überzieht mit Schrecken und Dämonen. Aber Elena kann sich darunter nichts vorstellen, denn sie hat noch nie einen Dämon oder einen finsteren Schrecken gesehen. Nur davon gehört, als gute Nacht oder böse Nacht geschieht. Und so richtig kannst du auch nicht glauben, dass irgendein Heer gegen Kurkum marschiert, denn Kurkum ist eine Amazonenburg. Ihr seid bekannt dafür, die größten Kriegerin der Herren zu sein. Ihr seid die Löwinnen. Kurkum ist die Trutzburg und der Schutz. Niemand hat Kurkum jemals erobern können. Okay, deine Mutter hat dir erzählt, dass einige es versucht haben und auch mit ganz üblen Mitteln versucht haben, diese gerade auch Herrschaft über euch Amazonen zu bekommen. Natürlich war es ein Mann, der es versucht hat. Mhm. Aber er ist gescheitert. Alle sind sie gescheitert, denn ja, so ein bisschen fühlt ihr euch als Repräsentation der Herrin Rondra auf Dere. Und wer könnte es wagen, gegen die Herrin selbst und ihre engsten Kinder zu ziehen? Von daher, naja, ist Elena vielleicht in diesem Moment ja gar nicht so beeindruckt, als diese Gestalten wieder abziehen und ihre düstere Prophezeiung und Ankündigung verliert schnell am nächsten Tag schon wieder an Genauigkeit. Dennoch, Hippolyta befiehlt, die Mauern zu verstärken, die Wachdienste zu verstärken, die Kampfübungen zu stärken und mehr davon zu machen. Und vor allen Dingen werden die Bögen und die Essen gefüllt. Es wird sich vorbereitet auf eine Art, ja, Kampf. Und dennoch kann Elena es nicht ganz glauben, was da jetzt irgendwie in Kampf kommen soll. Was soll denn da passieren? Blickt vielleicht hinunter ins Tal, sieht in der Ferne die Höfe. Vielleicht greift man die Bauern da mal an, dann werdet ihr rausreiten und den Gegner zunichte machen. Aber was soll denn da passieren? Ja. Und nach ein paar Tagen kommen diese Gestalten wieder. Und im Schlepptau der Gestalten sind Flüchtlinge. Eine Masse an Flüchtlingen. Elena erkennt einige Gesichter aus den umliegenden Dörfern wieder. Frauen, Kinder, Alte, Gebrechliche, aber auch starke, Kampferprobte, mit denen sich Elena vielleicht in jungen Jahren schon mal hat messen dürfen. Ja, oder gemessen hat, so wenn sie ausgeritten ist dann. Aber sie blickt in trübe Gesichter, in ängstliche Gesichter. Und das hat sie nun überhaupt nicht erwartet. Und schnell füllt sich der Innenhof der Burg. Fühlen sich die Hallen der Burg. Jeder einzelne kleine Winkel ist nun auf einmal besetzt mit Menschen und Tieren. Denn die Bauern aus den Umliegenden bringen natürlich das mit, was sie können. Esel, Hühner, Gänse. Überall ist Geschnatter. Überall ist was los, Kinder spielen. Nichts erinnert mehr an das strenge Regiment der Amazonen. Nichts hier ist eine Trutzburg. Das ist eine Burg und kein, naja, Saustall. Ja, Elena wird auch ein paar Mal fluchend über den Burghof gehen, wenn irgendwelche Kinder ihr dann querrennen und sagen, ey, pass doch auf. Oh. Hier hat man noch nicht mal Ruhe, der Göttin Dienst zu leisten. Es wird schnell voll und schnell zeigt sich, dass die Burg die Flüchtlinge aufnehmen kann, aber es strömen immer mehr nach und nach kommen Geschichten an Elenas Ohr von den anstürmenden Truppen. Angeblich ist der Gegner nicht nur mit Kriegern im Kampf, sondern nun die Toten kämpfen auf ihrer Seite. Wie soll das gehen? Zuerst hörst Erzählungen von dämonischen Gestalten, von großen, aufrecht laufenden Tigern. Jeder schüttelt den Kopf, ist ein
Wiederholt das nochmal bitte. Ein aufrecht gehender Tiger. Die können doch nicht aufrecht gehen. Also. Der alte Mann, mit dem du in dem Augenblick sprichst, nickt und doch, können sie. Können sie. Fängt an zu zittern am ganzen Leib. Naja, Rondra wird uns zur Seite stehen. Wir werden sie zurückschlagen. Seid guten Mutes. Und so füllen sich die Hallen, die kleinen Kämmerlein und der Innenhof immer mehr mit Zelten und mit Flüchtlingen. Und langsam steigt auch in Illena der Zorn auf das, was da kommt, oder die Anspannung. Denn das, was diese Menschen alle vertrieben hat, das muss einen Grund haben. Du merkst auch, die Älteren unter euch Amazonen wirken auch nicht mehr so souverän und ja, sie wirken angespannt. Die Wachdienste werden länger. Augen werden tiefer in die Augenhöhlen. Schlaf, ihr werdet heimgesucht von merkwürdigen Träumen des Nachts. Geschichten der Flüchtlinge verselbstständigen sich in eurem Kopf und in euren Träumen. Und selbst Elena träumt von diesen merkwürdigen, aufrechtgehenden Katzen und von merkwürdigen, wandelnden Untoten und weiß trotzdem nicht so richtig, was denn da kommen wird. Auch wenn eure Vorgesetzten, in deinem Fall die Reitmeisterin, euch genaue Anweisungen geben, was zu tun ist. Und auch bestätigen, dass es dann in der Tat nicht nur Geschichten sind, sondern dass da wirklich ein Dämonenheer auf Burkum loszieht. Zusammen mit der Reitmeisterin stellst du sicher, dass die Flüchtlinge nicht in die Ställe der Amazonen einbrechen können, dass die Pferde sicher sind, dass vor allem das Streitross der Herrin Hippolyta sicher ist, der Rabe, das einmalige Pferd in eurem Gestüt, das Elena sonst niemals pflegen dürfte. Aber jetzt in diesem ganzen Auf und Ab, diesen ganzen Wirren der Flüchtlingstracks, ja, wird selbst Elena mal eingeteilt werden, um dem Raben Futter zu bringen. Und tatsächlich, es ist nicht nur ein Gerücht. Dieses Pferd besitzt Flügel. Das ist ein Tür auf, ein Oh, Tür zu. Einatmen. Einatmen, Tür auf, reinstellen, verneigen, Tür wieder zu. Frisst das Pferd. Edles Tier. Ein sehr groß, muskulös, selten ausgeführt, aber ja. Sie macht das zu, geht drei Schritte, dreht sich wieder rum, prüft nochmal, ob das Tor zu ist, isst zu, nimmt den nächsten Eimer, versorgt die anderen Pferde. Ja. Bleibt ein bisschen länger bei ihrem Pferd, um sich da selbst auch zu beruhigen. Eine deiner Freundinnen auf dem einen ähnlichen Alter, mit der du öfters schon Wache geschoben hast, nimmt dich beiseite. Hast du die neuesten Gerüchte gehört? Nee, ich war beschäftigt mit Pferdeversorgen, die Kinder von den Flüchtlingen im Zaum zu halten, Wache schieben, auch mal eine Mütze, auch mal etwas Schlaf finden. Ja, nein, irgendwie. Es ging Gerüchte rum, dass jemand den Tod der Herrin prophezeit hat. Was? Ja. Es klingt unglaublich. Nein. Das mag ich nicht glauben. Irgend so eine mächtige Zauberin hat ihr den Tod vorhergesagt. Die namenlosen Tage. Rondra, steh uns bei, das meinst du jetzt nicht ernst? Doch. Hab ich gehört. Die sind schon bald. Ich weiß. Meinst du, das kommt durch das Heer? Werden wir
in den namenlosen Tagen kämpfen müssen? Ich hoffe nicht. Was heißt das, wenn sie dann stirbt? Wer wird denn dann Königin? Ihre Tochter? Die ist doch auf und davon vor 2 Jahren. Ja, eben. Was ist mit Denis? Was ist mit der Löwin? Mit der unserer Rondra Löwin? Ayla. Mit der Ayla? Wer ist. Die hat doch diese merkwürdigen Leute mitgebracht. Die kommandieren uns hier rum, als würden sie hier was sagen dürfen. Ja, vor allem die Männer. Der eine führt sich auf, als wäre er sonst wer. Ja. Ich hab dem schon. Einer von denen ist sogar ein Zauberer, glaube ich. Ein Magier. Das erklärt einiges. Ja. So eine komische Tätowierung. Ich meine, das hätten diese Zauberer immer. Da fragst du die Falsche. Ich war bisher einmal draußen. Vorm Winter. Aber Magier bin ich dir nicht begegnet. Na gut, dass wir jetzt Sommer haben. Ja. Bisschen angenehmer. Wo ich schon sagen muss, die Winterkirschen schmecken echt gut. Es ist in der Tat Sommer. Es ist, ja. Wir haben Ende Raja. Das heißt, bald sind die namenlosen Tage wirklich schon gekommen. Mhm. Und an einem dieser Tage ruft Hippolyta alle Amazonen zurück in die große Gebetshalle. Da stehst du nun in Reihe und Glied mit deinen Geschwistern. Senktem Haupt vor der Statue. Und Hippolyta läuft gemeinsam mit Ayla fast schon musternd durch die Reihen. Keine von euch rührt auch nur einen Finger oder eine Wimper. Stoisch, starr und stark steht ihr alle da. Wie, als wäre es jetzt wirklich in der Zeit, etwas Wichtiges zu hören. Da dreht sich Ayla um, reckt den Kopf zur Statue in der Mitte. Und wie auf einem lautlosen Befehl hin, tun es ihr alle Amazonen gleich, auch Elena. Der Blick richtet sich auf die Statue. Ayla spricht mit fester Stimme einige rituelle rondrianische Gebete. An den richtigen Stellen kniet ihr euch nieder vor der Herrin Rondra und es wirkt so, als würde eine Last auf euren Schultern liegen. Die Worte der Priesterin hallen von den Wänden wieder, die nur von den kleinen Fackeln erleuchtet werden. Und alles Licht zieht diese Statue an. Und auf jedes der kleinen Gebete, die Ayla spricht, antwortet ihr mit einem "So sei es." Alle im gleichen Tonfall. Alle gleichzeitig. Als hättet ihr das schon 1000-mal eingeübt. Und wahrscheinlich habt ihr das auch. Wir haben es 1000-mal gemacht. Und so spricht Ayla: "Herrin Rondra, durchdringe uns und fülle uns mit deinem Geist. Dringe ein in unsere Glieder und gib ihnen Kraft. Dring ein in unsere Herzen und gib ihnen Mut. Dring ein in unsere Seelen und gib ihnen Zorn." So sei es. "Mein Leib sei dein, und den Leib des Feindes will ich dir opfern. Rotes Blut. Heiliges Blut. Blut wasche rein." So sei es. Kaum sind die letzten Worte verklungen, passiert etwas, mit dem Elena überhaupt noch nicht gerechnet hat. Das emporgereckte Schwert der Statue der Rondra geht in Flammen auf. Die Statue steht dort mit einer flammenden Klinge.
und der helle Schein dieser Flamme durchflutet den ganzen Raum. Ein Raunen geht durch alle Amazonen. Und Ayla stimmt einen Choral an. Trutzig Leuen, steh mir bei, singt sie. Und nach, die den Blick nicht von der Flamme wenden können, stimmen eine Amazone nach der anderen ein. Ja. Dann erhebt sich Hippolyta und spricht mit fester Stimme: Ach, Mansuni! Dann seid ihr gemeint. Dies ist eine Warnung der Göttin, eine Aufforderung, unsere Waffen bereitzuhalten und wachsam zu sein. Beherzigt ihre Stimme. Die Chroniken sagen, dass zuletzt Ähnliches von dem Krieg der Magier geschah, als die Kriegerinnen unseres Volks zum Kampf gegen den Dämonenmeister zogen. Ayla kniet nun vor der Statue nieder, versinkt in ein tiefes Gedankengebet, und alle von euch tun es ihr gleich. Und wie, als hättet ihr dieses auch eingeübt. Ein letztes So sei es, und alle erheben sich wieder und recken ihre Schwerter und Säbel auch gen Himmel. Und die Flamme der Statue verlöscht. Und übrig bleibt nur ein Kriegsgeschrei der Amazonen aus dem Tempel von Kurkum. Ja, nur ein für Rondra, für die Königin. Ja, und mit diesem Eindruck stärkt, lässt es sich viel einfacher ertragen, was dort unter den Flüchtlingen so zu tun ist. Der Dienst an den Pferden, der Dienst auf der Wachmauer geht viel leichter von der Hand. Auch die Gerüchte können dir nichts mehr anhaben. Mögen sie doch kommen, die Dämonenbeschwörer und Untoten und was diese aufrecht gehenden Tiger. Die Herrin hat mit ihrer Flamme vor dir gestanden. Und der Dämonenmeister wurde schon einmal besiegt. Das hat die Herrin Hippolyta gesagt. Und sie werden wieder scheitern. Und du wirst deinen Teil dazu beitragen. Deswegen meldet sich Elena wahrscheinlich freiwillig für jeden Wachdienst, den sie bekommen kann. Ja, so einige. Auch mal so eine Hundswache, weil die ist ja auch immer sehr unbeliebt. Ja. Und dann schläft sie manchmal so einen Tag und wird dann geweckt. So, hey, du hast die nächste Wache wie ein Netz nicht schon? Doch, ja, ich komme sofort. Und dann steht sie halt auf und ist zack wieder da. Ja, entsprechend wird sie wahrscheinlich auch ein bisschen dann gebeutelt sein, Augenringe haben und auch mal gehen auf der Mauer. Aber sich so das nicht anmerken lassen, dass sie da müde ist, weil irgendwie sind das, wenn sie mal so links und rechts die Blicke schweifen lässt, wenn sich die anderen unbeobachtet fühlen, werden die halt auch so manchmal schon wahrscheinlich auch, also nicht schwanken, aber halt gähnen oder ja, mal eben für einen Augenblick die Augen zu machen. Man merkt deutlich, dass ihr euch das verkneift, wenn ihr durch die Flüchtlingsreihen lauft. Ja. Was ziemlich oft der Fall ist, weil nun diese halt überall sind. Und dass ihr teilweise auch Mühe habt, einige von denen aus den kriegrelevanten Bereichen herauszuhalten, dort wo die Waffen gelagert sind. Ja. Auf der Mauer hat auch kein Kind was zu suchen. Schon gar kein Schwein. Nein, das ist ein Aber eines Tages schiebst du wieder Wachdienst auf der Mauer und du wirst innerlich schon unruhig. Wann soll denn der Feind endlich anrücken? Es ist nun schon so viele Tage her, dass die ersten Flüchtlinge eingetroffen sind. Irgendwann müssen die sich doch mal zeigen. Und tatsächlich, während deiner Wache passiert etwas im Tal, das du herunterblickst. Das große Gutshaus kann man gut erkennen von der Mauer aus, wo der reiche Bauer noch vor ein paar Tagen sein Vieh untergebracht hat und von dem ihr viel Proviant bezogen habt.
Ein paar Gestalten machen sich dort breit. Ein paar viele. Wenn man genau hinschaut, umgehen einige Truppenverbände die Burg. Runden sie auf der einen und auf der anderen Seite. Aber von Untoten oder aufrechtgehenden Katzen kannst du nichts bemerken. Nee, irgendwie noch. Allerdings sind die auch so weit weg. Vielleicht sind es kleine aufrechtgehende Katzen. Ja. Hast du irgendwie eine Möglichkeit, dir die Sache näher anzusehen, ohne dahin zu laufen von der Mauer aus? Ich schätze mal, ich werde zum Turm, also ich stehe auf dem Wachlauf und würde da auf dem Wehrgang und werde dann zu einem Turm gehen, also mich über den Wehrgang entlang bewegen. Und tatsächlich haben wir vielleicht so ein, dass mal jemand mitgebracht hat, einer der Schätze der Burg, ein sowas wie ein Fernrohr, mit dem man auch schon mal die Sterne beobachtet, das da am Turm steht, wo ich dann hingehe und sage, seht ihr das? Und dann halt auch mal dann das Fernglas entsprechend auch mal durch das Fernglas gucke. Ja. Quasi derjenige, die da dran steht, auch mal bitte, dass ich da durchgucken darf, weil ich das einfach, dass ich vielleicht auch Meldung machen kann, weil sie von ihrem Posten nicht kann. Weil ich noch als junge Amazone, die gerade ein halbes, dreiviertel Jahr vereidigt ist, entsprechend auch Botendienste machen soll und laufen muss. Dann blickst du herunter und siehst durch das Fernglas hindurch einige merkwürdige dunkle Gestalten nahe des Hofes. Ungewöhnlich kühl ist es heute Nacht auf der Wache. Der Wind weht dir, wenn du das jetzt irgendwie sich so groß machst und versuchst mit dem Fernglas über die Mauer zu schauen. Wind weht dir kalt und frisch um die Nase. Und vielleicht musst du sogar noch weiter einmal auf die Zinne oben drauf treten, um einen richtigen Blick zu bekommen zu können. Mhm. Ja. Erst auf den zweiten Blick siehst du Schemen, die sich dann durch das Fernglas zu Gestalten zusammenziehen. Ganz eindeutig zu sehen sind hier wahrscheinlich befehlegebende Gestalten. Zumindest scheinen sie gemieden zu werden von einigen anderen von den Truppen. Sie deuten in verschiedene Richtungen und diese Truppenverbände bewegen sich aufgrund dieser Gesten. Du entdeckst eine Gestalt, die sich gekrümmt vorbewegt, einen Mann auf einen Stock gestützt, kahlem Haar, vielleicht ist es eine Glatze. Den dicken Buckel auf dem Rücken kann man nun deutlich erkennen. Ihm folgt eine kleine Gestalt, tief in einen Umhang eingeschlagen, hinkendem Schritt. Sie geht ihm vielleicht bis knapp unter die Schulter. Merkwürdig. Dann siehst du eine Kriegerin, mit der er sich unterhält, und einen weiteren mit einem Stab. Ist das vielleicht ein Magier, ein anderer Magier, oder sind das beides oder alle drei Magier? Ich denke so an den Magier, der mitgekommen ist. Der hat ja auch einen, der von den Gästen, die wir da haben, diese hohen Gäste. Das eine sieht wirklich aus wie ein Magier. Und eine Kriegerin, sie hat ein Schwert an der Seite. Das blinkt definitiv im Feuerschein. Ja. Es ist eine Frau. Okay. Ja. Dann erkennst du etwas Außergewöhnliches. Eine weitere Gestalt tritt aus dem Haus. Sie hat einen merkwürdigen Hut auf. Sind das Glöckchen, die daran befestigt sind? Schüttel verwirrt den Kopf. Überlege und schaue nochmal durch, um mich dann noch zu vergewissern, dass es wirklich Glöckchen sind, die sie da.
Es gibt schon Gestalten da draußen, sage ich so halblaut. Meine Gedanken. Die Gestalten stehen im Kreis und irgendwann wird ein Feuer angezündet, aber kein normales Feuer. Es flammt blau auf. Es läuft Elena kalt den Rücken runter. Seht ihr das? Das ist ein. Wie kann Feuer blau brennen? Das ist doch nicht natürlich. Und nachdem es dir kalt den Rücken heruntergelaufen ist und deine Kameradinnen dir bestätigt haben, dass es tatsächlich ein blaues Feuer ist, wird euch kalt auf der Mauer, richtig kalt. Die Wolken ziehen sich oben zusammen auf deinem Himmel. Vorher war der Himmel wolkenlos. Wie aus dem Nichts sind sie gekommen. Und man sieht auf einmal den Atem, wenn man ausatmet. Es wird kalt. Was ist das? Furchtbar kalt. Jetzt haben wir keine, wir haben keine Mäntel hier oben, oder? Es ist Sommer, wir haben. Oh. Was ist das? Oh. Eine Gut. unnatürliche Kälte ergreift euch. Bleibt. Es ist nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr wie Sommer an. Es ist eher Winter. Und Ja. Oh. ja, alles beginnt, die Wasser, das Wasser in den Fässern beginnt schon ja leicht zu gefrieren. Alles, was draußen liegt, die ersten Flüchtlinge, die keine Unterkunft bekommen haben, jammern nachts und ja, Decken habt ihr nicht mehr genug. Und es dauert gar nicht lange, es dauert nur einen Tag, bis der erste Erfrorene am nächsten Morgen zu sehen ist unter den Flüchtlingen. Dann der nächste, der zweite und der dritte. Und Ja, es wird Elena. immer kälter und kälter, kälter. Hier, Elena wird entsprechend wie die anderen auch gucken, dass sie die Wintersachen rausholt. Also den entsprechend nicht mehr kurze Hose oder hat die dünne Hose tragen, sondern die Wollhose rausholen, die dickeren Stiefel, ein dickeres Hemd und auch dass hat die Rüstung nicht mehr so auf der blanken Haut, wie sie es vielleicht im Sommer noch getan hat, liegt, sondern sich entsprechend rüsten und ja, auch wenn sie kann, helfen bei den Flüchtlingen oder Anweisungen geben, die Toten ja, zu begraben oder zu verbrennen, dass die halt dass keine Krankheiten ausbrechen. Das ist das Letzte, was wir jetzt hier noch brauchen. Da entsprechend Befehle weitergeben, aber auch entsprechend wird sie ja halt auch Bericht erstatten, was sie da gesehen haben mit dem blauen Feuer, die vier, fünf Leute, die da im Kreis gestanden haben. Und ja, an der Detlana respektive an den, wenn sie dann weiter verweist in die nächsthöhere Stelle, wird noch vielleicht mit noch einer anderen Amazone Bericht erstatten. Auf der Und nächsten Wache, die man beschreiben kann, passiert wieder etwas Merkwürdiges. Eine Gestalt, also zunächst einmal lässt sich beobachten, dass hier das Kurkum inzwischen eingekreist ist. Einige Söldnerheere konnte Elena deutlich erkennen an ihren Bannern. Aber du siehst das erste Mal auch die Untoten, wie sie marschieren. Und vor allen Dingen kannst du sehen, wie sie das Sonnenlicht meiden. Aber dadurch, dass die Wolken, diese unnatürlichen Wolken, die seit Tagen jetzt über Kurkum liegen, die Breios-Scheibe fast immer verdunkeln, rotten sich die Untoten eben auch zusammen und wandeln auch am Tag zwischen den einzelnen Gehöften hin und her. Unstet. Immer auf der Lauer nach irgendwas, was durchbrechen möchte. Ja. Vielleicht gut. Unzählige, untote Massen. Ungelenk, aber viele. Bis zum Die nicht. Horizont reicht die Menge der Angreifer, wenn sie denn mal losschlagen und bis jetzt ist noch nichts passiert. Ja, der Wassergraben hält sie noch auf. Wir haben vielleicht auch schon ein, zweimal Pfeile auf die Söldner geschossen.
Ja, sie halten sich alle außerhalb der Schussreichweite. Keiner hat bis jetzt Anstalten gemacht, näher zu kommen. Okay. Ja, es ist ein Lauern. Ja, es ist halt dieses. Die Anspannung macht sich bei ihr bereit. Sie kann halt auch, ja, wenn sie schläft, kaum schlafen. Gähnt auf der Wache, ist vielleicht auch schon mal einmal auf der Wache eingedöst, so ein geweckt worden, aber es gab halt nicht so viel Schelte, weil es auch anderen schon passiert ist und man wird dann vielleicht auch weggeschickt und Ersatz zu suchen, dass er sich ja wirklich dann mal hinlegt. Weil eine müde Amazone nützt ja niemandem etwas. Ja. Und da hat sie vielleicht noch ein bisschen den jungen Amazonen-Bonus, der dann ihr da zugutekommt. Dann auf einmal kommt doch jemand näher. Eine einzelne Gestalt. In der einen Hand an einem Stock eine weiße Fahne. In der anderen Hand auch auf einem Stock eine Puppe. Lässt sich schwer erkennen aus der Ferne. Ja, ich beobachte die, wie sie näher kommt. Frag mal so, weiße Fahne, was war das noch? War das irgendwie? Verhandlungen. Verhandlungen. Okay, ja. Schauen wir mal, was die Gestalt da. Die Gestalt möchte. Näher kommt, erkennst du diesen merkwürdigen Hut wieder. Den Glöckchen daran. Es ist ein Gaukler, der sich nähert. Gaukler. Ja. Okay. Die Person trägt eine bunte Narrenkappe, bunte mit hier allerlei Tand beklebte Kleidung, spitze, zulaufende, nach oben gebogene Schuhe mit Glöckchen dran, überall Rasseln, Federschmuck, sieht aus wie ein, als wäre einmal durch den Farbkasten gezogen worden. Ja. In der einen Hand den Stock mit der Fahne, in der anderen Hand tatsächlich eine Handpuppe, die eine Gans zeigt. Eine ausgestopfte Gans, schwer zusammengeflickt, wie man sie Kindern zum Spielen gibt als Handpuppe, allerdings mit verkrümmtem Hals, der nach unten hängt und der die Zunge raushängt. Okay, ist Elena überlegt, ganz, war die nicht noch irgendwo? Ach, auch egal. Tanzend und ratschlagend nähert sich die Gestalt dem Tor, auf dem du Wache schiebst. Aha. Und ruft dann in einer schrillen, hohen, seltsam klingenden Stimme: Fliegweibsvolk! Dass du kneifst zu Ehren der donnernden Fure Alverans, tritt einen Augenblick aus dem Schatten der alten Mauer da oben. Vernimm die Worte von Troxes von Freigeist, dessen flinke Zunge den Willen Barbarats verkündet, des Dämonenmeisters und Herren der Welt. Er, der sich selbst mit der sieben gehörten Insigne der tausend Höllen krönt, der die greifenden Heerscharen der Unsäglichen anführt, der unfehlbare Alvarania des verbotenen Wissens, der vielgesichtige Meister der Wandlung, der... Dann schwenkt er diese Handpuppe mit der Gans. Was? Was sagst du? Was sagst du, liebe Travia? Was sagst du? Travia, was? Ja, du hast recht, ja. Es ist vertane Zeit. Ja. Diese Gören von Kurkum, ja, die werden es ohnehin nicht begreifen. Ja, ich glaube auch, ja. Weshalb wir dann hier sind? Nun, weil er es so will. Ja, genau. Er es so will. Außerdem wird es ein formidables Schauspiel geben, Travia. Ja, kannst du zugucken. Ja, stell dir vor, auf dieser Seite all die Menschen mit dem Glanz des Goldes in den Augen. Auf der Seite Frauen mit flammendem, entschlossenem Blick. Beide wähnen sich, auf der richtigen Seite zu stehen. Beide werden dafür ihr Leben lassen. Und nichts gewinnen. Gar nichts. Nein, gar nichts.
Es ist eine Komödie, eine köstliche Komödie des Schicksals, nicht wahr, Herr Travia? Ja, ja, genau. Ein blutiges Lustspiel des Kriegs. Schließlich lacht dieser Mann weiter, schallend, zynisch, und fängt an, so laut und langatmig zu lachen, dass es schon fast schmerzhaft ist. Und dann schlagartig verstummt er. Lässt den leblosen Kopf der Gans los, den er vorher in seinem Schauspiel angehoben hatte, sodass dieser Kopf wieder herunterhängt, die Zunge ist wieder, baumelt wieder aus dem Puppenmund heraus. Und dann wendet er sich wieder zu dir auf den Mauern. Hebt dozierend den Zeigefinger und setzt wieder zu sprechen an. Hält aber dann doch den Moment inne, lässt die Hand wieder sinken, wendet sich kopfschüttelnd ab und schlurft von dann. Was sollte das? Denkt ihr, der kann uns damit einschüchtern? Sie wird uns lustig machen. Mir egal, meint deine Mutter, die neben dir Wache schiebt. Ja. Legt einen Pfeil auf ihren Bogen und schießt ihm Richtung der Gestalt. Ich habe mich extra zurückgehalten. Ich wollte nicht anfangen. Du weißt, was für eine gute Schützin deine Mutter ist. Die trifft das Ziel auf hunderte Meter Entfernung, wenn es sein muss. Ja. Der Pfeil fliegt schnurstracks und gerade. Er würde treffen. Aber im letzten Augenblick, bevor der Pfeil einschlagen würde, macht dieser Gestalt einen Purzelbaum nach vorne. Der Pfeil schlägt in den Boden ein. Ohne euch nur ein weiteres Mal zu beachten, trottet die Gestalt weiter. Verdammtes Ding! Legt einen zweiten Pfeil auf und schießt ihn. Dieses Mal schlägt er ein Rad auf die rechte Seite. Und wieder verfehlt der Pfeil sein Ziel. Als wüsste er genau, wo der Pfeil vorher einschlagen würde. Ich glaube, den triffst du nicht, Mama. Es ist... Es... Schau dir dieses Kerlchen an. Es ist ein Verrückter, schlimmer als alles, was bei uns wohnt. Und dieser... Ja... Barbara, den er da benannt hat, das ist der von damals? Von der Geschichte, von der Hippolyta erzählt hat? Ja, der muss total geistig verwirrt sein. Ja, der ist doch seit Hunderten von Jahren tot. Ja. Genau. Und diese komischen Gestalten, die Hippolyta eingelassen hat, die erzählen auch die ganze Zeit von ihm. Er war angeblich der Anführer dieses Heeres. Wieder auferstanden von den Toten. Wenn man dem Kerlchen da Glauben schenkt, er behauptet ja das Gleiche. Ja. Wer sind diese, wie viele waren es? 7 oder 8 Leute? Nein, Alter zeige ich jetzt nicht mit. 7, die da gekommen sind? Dass sie hier so uns herumkommandieren wollen? Oder versuchen? Hast du da mehr gehört? Ich wünschte, sie würden langsam mal was tun. Da versuchen die uns auszuhungern. Das werden die aber nicht schaffen. Schwerlich. Wenn sie weiter Leute einfrieren, wird es noch leichter. Also für den Überlebenden. Die Gestalt ist irgendwann nicht mehr zu sehen. Ja. Dafür ertrönen Trommeln und Hörner aus der Ferne. Und es kommt Bewegung in die Truppen, die zu sehen sind von der Mauer. Gegen Abend schiebt sich jedoch etwas Merkwürdiges auf die Brücke zu dem Burggraben zu.
und dann auch über das Wasser. Ein riesiges, unförmiges Etwas. Riecht auf das Burgtor zu. Es sieht aus wie ein schwarzes Etwas, eine Klumpen Teer, der sich bewegen kann und etliche Tentakel und Auswüchse ausschneidet, die sich in merkwürdigen Zuckungen drehen und wenden, und es langsam in dem Tempo einer Schnecke kriecht es auf das Burgtor zu. Hat jetzt schon den Graben überwunden. Ich frag mich gerade, ob wir nicht die Zugbrücke hochgemacht hatten. Ja, bestimmt, aber der wird halt das wird durch das Wasser durchkriechen. Sollten wir das nicht beschießen? Angriff! Ersten Pfeile auf das Ding nieder. Die in diesen Teer einschlagen und das Ding überhaupt nicht tangieren scheinen. Jelena wird auch 2-3 Pfeile schießen, sagen wir, und dann feststellen, das bringt nichts. Das bringt absolut nichts. Das ist wie Pferdemist. Der schluckt auch alles. Als das Ding das Burgtor erreicht hat, bäumt es sich auf. Man hört den großen Knall, als es mit allem Wucht, die es wahrscheinlich besitzt, zu diesem Zeitpunkt gegen das verstärkte Tor trommelt. Man sieht die Scharniere die großen schmiedeeisernen Scharniere des Tores, die verstärkt wurden von euch, wie sie in sich erzittern und erbeben. Verstärkt das Tor! Kommt! Befehle. Ja, die Lena auch runterrennen und entsprechend noch die Balken, die an der Seite stehen, noch davor rennen, noch reinsperren mit den anderen. Wie soll man gegen sowas kämpfen? Wo sind denn dieser Magier? Wo ist der denn? Tatsächlich. Hat dich niemand gesehen? Tatsächlich betritt irgendwann einer der Magier, die zu Gast sind bei euch, der tritt neben dich oben auf die Burgwehr, auf die Torwehr, schaut nach unten. Ah, widerlicher Darei. Was? Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Siehst du ihn ein bisschen magische Bewegungen, merkwürdige, komische Formeln rufend. Ich nehme ein bisschen Abstand von ihm, ist das nicht geheuer. Du siehst halt, wie er einen Teppich ausrollt, auf dem ein großes Pentagramm aufgezeichnet ist. Er hängt den Teppich quer über die Brüstungszinnen und ruft dann eine letzte beschwörerische Formel, als das komische, klumpenartige Ding unten eine Art Fratze ausbildet, ein riesiges Maul und einen Schrei von sich gibt. Ah! Ein markerschütterndes Brüllen, das allen durch Mark und Bein geht. Ja, ich halte mir die Ohren zu und muss ein was ist das? Im nächsten Augenblick siehst du jedoch, wie dieses Etwas langgezogen wird, wie ausgetrockneter langer Honig, und Fäden zieht, die sich nach oben winden, es unten aber an Masse verliert und die ersten Fäden in das Pentagramm, in den Teppich einfahren und dort verschwinden. Ich nehme noch mehr an, ich sehe, dass es auf diesen Teppich zugeht, nehme ich noch mehr Abstand von diesem Teppich, weil siehst die Schweißperlen auf dem Gesicht des Magiers, immer noch konzentriert, schwer, fluchend und fauchend und atmend, irgendwelche beschwörerischen Formeln vor sich hinspuckt. Es soll er machen. Ich gucke nur, dass der Teppich nicht noch irgendwie sich wieder lebendig wird. Das ist mir alles nicht geheuer. Ich hatte Abstand, sag mir so. Dann mit einem letzten Kreischen verschwindet dieser Klumpenteer irgendwann vollständig in dem Teppich und ist fort. Der Magier bricht auf beide Beine zusammen, beide Knie zusammen. Das war knapp. Ich
Danke. Ja, neben dir, deine Mutter reckt so ihren Säbel in die Höhe. Seht ihr, ihr könnt uns nichts anhaben mit euren merkwürdigen Dingern. Ja, Elena wird dann tatsächlich zu dem Magier gehen und ihm ihren Wasserbeutel hinhalten. Ihr trinkt einen Schluck. Danke, danke. Alles gut. So einfach kommen die nicht durchs Tor. Das ist, ja, danke. Was ist jetzt mit eurem Teppich? Packt ihr den jetzt wieder ein? Ja, geht zur Brüstung, zieht den Teppich wieder oben höher und rollt ihn wieder zusammen. Alles gut, alles gut. Wo ist das Vieh denn jetzt hin? Es ist dahin, woher es gekommen ist. Und das wäre? Die Niederhöllen. Okay, ja gut. Ja. Durch meinen Zauber habe ich den Teppich quasi zum Tor zu den Niederhöllen gemacht und es dorthin verbannt. Okay, ja, wenn ihr das sagt. Keine Sorge. Na gut, wenn davon jetzt noch zwei oder drei andere kommen, dann kann ich das nicht mehr so oft machen. Wollen wir hoffen, Randra steht uns bei, dass sie nicht mehr davon haben. In der Tat. Ja, die nächsten Stunden werden interessant, denn es bricht ein Feuer aus im Turm, ohne dass irgendwie jemand angegriffen hätte oder sonst irgendwelche Pfeile geschossen hätte. Oder es bricht einfach ein Feuer aus, das gelöscht werden will. Hier und da sind immer noch einzelne Flüchtlinge beklagen sich den nächsten Tag über schlecht schmeckendes Essen. Einige Früchte scheinen verfault zu sein. Es gehen merkwürdige Dinge vonstatten. Und in der nächsten Wache des Nachts schlendert Elena diesmal nicht auf der Mauer, weil sie auf der Mauer keinen Dienst hat, sondern diesmal unter den Flüchtlingen herum aufpassen soll, dass ihr nichts mehr passiert, dass keiner dieser Flüchtlinge wieder Feuer legt. Ja, dass sich keiner in die Stallungen schleicht, um die Pferde zu gucken, die tollen Pferde, vor allem nicht die Kinder. Ja. Ja. Gehst du zwischen den einzelnen Häusern und Zelten hin und her und versuchst, ein Auge drauf zu haben. Aber es ist ruhig heute. Ja, du schaust, kann ich dir noch nicht verdenken. Du schaust dir besonders den Stall an, um den vor den neugierigen Kindern zu schützen. Ja, ich ziehe vielleicht auch rein. Hey, so ein paar Kinder dann, die da versuchen, ne, gerade so um die Ecke schleichen, die dann wegrennen. Die sind aber eher am frühen Abend noch unterwegs. Irgendwann sind sie dann auch schlafen und es ist wirklich ruhig. Ja. Und du betrittst aber zur Kontrolle noch einmal den Stall und hörst dieses raschelnde Stroh von den Pferden. Nur mal dieses quietschende Geräusch des Riegels am Tor. Und ja. Dann hörst du allerdings von der anderen Seite des Stalls, dass jemand sich dort durch das Tor bewegt. Also du hörst von dort den Riegel, wie er geht. Ja, ich würde tatsächlich dann auch mich die Richtung vorsichtig bewegen, zumal auch die Box meines Pferdes in die Richtung ist und ich sowieso dahin wollte, würde mich dann in die Box meines Pferdes begeben. Du hörst dann eine... Hörst, wie jemand sich auf dem strohigen Boden in deine Richtung bewegt. Mhm. Schaust vielleicht kurz um die Ecke und erkennst die Züge von Ayla, der Rondra-Priesterin. Mhm. Was hat die hier zu suchen? Ihr Pferd ist in einem anderen Stall untergebracht. Mhm. Dann hörst du eine andere Stimme, die nicht zu Ayla gehört. Eine raue, scharrende Stimme einer älteren Frau? Na, mein Kind, hast du es dir überlegt? Wir haben nicht mehr lange Zeit, weißt du? Sprich nicht so laut.
Du weißt, dass es besser ist, wenn man uns nicht miteinander sieht. Es nicht warten können? Du kennst die eine Stimme, sie gehört tatsächlich Ayla. Die andere ist dir unbekannt. Mhm. Ja, ich bin runtergerutscht im Stall, sitze jetzt quasi in meiner Box meines Pferdes und lausche dem Gespräch mit. Du hörst, es ist dringend, Schwertlöwin. Die dort draußen werden nicht lange zögern, die Burg zu stürmen. Es gibt zwar kaum eine Festung, die sich besser verteidigen ließe, aber bei der Übermacht, hast du das gesehen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Burg fällt. Dann ist alles sinnlos. Bitte, Ayla, lass es uns heute tun. Heute. Königin Hippolyta ist doch noch bis spät in die Nacht alleine auf. Wie an den Tagen gestern und vorgestern. Ich habe immer Licht in ihrem Fenster gesehen. Du hörst Aylas Stimme. Es kostet mich den Kopf. Oh, Alalena. Eigentlich hätte ich dich sofort bei der Königin melden müssen. Sie lässt mich hinrichten, wenn sie es erfährt. Wenn sie es nicht tut, tut es die göttliche Ronda selbst. Bitte dich, Mutter. Wenn ich dir etwas wert bin, lass mich hier raus. Ich kann dir nicht helfen. Die alte Stimme erwidert zischend, wenn du mir nicht helfen kannst, muss ich mir selbst helfen. Ich tue es heute Nacht, allein, wenn es sein muss. Und wenn du nicht da bist, weiß ich, dass du dich feige im Schoß deiner Göttin verkrochen hast. Du hörst ein Klatschen wie von einer Ohrfeige. Dann herrscht Stille. Nur das Stampfen von Hufen ist zu hören. Dann vernimmst du ein gemurmeltes Zei und hörst Ayla, wie sie mit schweren Schritten an deinem Verschlag vorbei zur Stalltür hinausläuft. Nur Wimpernschläge später folgt dir die andere Gestalt. Verdammt! Ich stehe auf und gehe entsprechend, mach das Tor auf von meinem Box meines Pferdes auf, mache es hinter mir zu, schaue mich um und gehe dann, verlasse den Stall, also gehe den Stallgang, mache dann entlang. Mit klopfendem Herzen so ein oh. Ha. Mach dann die Stalltür auf. Müssen wir so laut bitte lauschen, mach die Stalltür auf. Mach sie hinter mir leise zu und renn quer über den Hof und husch dann quer über den Hof und werde. Oh. Zur Königin reinplatzen traue ich mich nicht. Ich werde gucken, dass ich Detlana finde. Weil die vielleicht, das ist so die, oder meine Mutter, obwohl die hat Wache, die kann ich nicht stören. Der wird Detlana aufsuchen. Bist gemutet, Koali? Detlana ist ja auch die Stallmeisterin, die ja. Die Stelle hier zuständig ist. Ja. Das heißt, ich renne in die Wachstube oder ins Haupthaus und dann in den Wachraum rein. Lana, was ist los? Können wir gerade raus? Was müssen wir? Was besprechen? Ich muss dir was sagen. Was denn? Komm mit, ja. Schnell. Ich war im Stall nochmal nach den Pferden gucken. Und dann ging das Tor auf. Ich war bei einer Pferdenbox und habe dann Ayla gesehen. Unsere hohe Löwin, Schwertlöwin.
Und dann kam noch jemand rein. Und es. Sie, in dem Gespräch bezeichnete sie sie als Mutter. Hm? Die andere Frau. Und die. Und Eilas Mutter will Hippolyta angreifen heute Nacht, umbringen. Und Eila scheint ihr helfen zu wollen. Also. Du weißt, ja, wer Eilas Mutter ist? Die. Ja, es ist doch die Verräterin, die Schwester von Hippolyta. Ihr Name ist Ulyssa. Ulyssa? Ulyssa. Mhm. Die ist hier? Sie ist wohl hier, ja. Sie ist verbannt von hier. Scheinbar hat sie es zurückgeschafft. Vielleicht mit der Masse an Flüchtlingen. Ich breite so die Arme aus. Wo ist sie jetzt? Sie wollte hoch zu Hippolyta in den Turm. Sie will das heute Nacht noch angehen. Was angehen? Königin stürzen. Die Königin stürzen, töten. Was? Nein, das können wir nicht zulassen. Kennen wir nicht. Ich weiß nicht, wo sie hin sind, die beiden, aber ja. Wir müssen die Königin warnen. Ja, dann hat Ilena vor, um die Königin zu warnen. Sie ist ein bisschen unentschlossen. Meinst du, ich kann einfach hochgehen und... Ich mach das. Mach du deine Wache weiter. Gut. Wenn du, ja... Kannst du... Dreht sich um, das läuft zügigen Schrittes zum Hauptgebäude. Soll ich noch... Sie ist weg. Gut, ich stehe da erstmal so unschlüssig. Ich kann auch nichts tun. Du hörst irgendwann während der Wache dann irgendwie lautes Gepolter und Gezeter aus dem Haupthaus. Ja. Aber dann ist irgendwann Stille. Ja. Chondra, steh uns bei. Und ich mache dann meine Runde so total voll angespannt und hoffe darauf, dass es ja gut ausgeht für Hippolyta. Was mit Ulyssa ist, die kann mir gestohlen bleiben, die Verräterin. Und Eila, ja. Die auch. Die vielleicht auch, obwohl sie die Schwertlöwin ist. Sie hat ihrer Mutter zugestimmt und nicht auf Hippolytas Seite gestanden, mit ihrer Aussage. Ja. Tja. Gut, ich mache meine Wache zu Ende und gucke immer mal wieder zum Turm. Und am Ende der Wache gehe ich vielleicht nochmal und schaue, ob ich Detlana oder irgendwen noch finde, der mir da, um nochmal zu fragen, was jetzt durchgegangen ist. Späten Abend, späte Nacht bist du Detlana tatsächlich nochmal, die anscheinend auch nach dir zu suchen scheint. Ja. Dann komme ich, wenn sie mich, weiß nicht, vielleicht irgendwie ruft, komme ich dann. Ja. Du hattest recht. Es ist tatsächlich Ulyssa gewesen. Wir haben sie und ihre Tochter festgesetzt. Schlimmeres verhindert, dank deiner Aussage. Danke dir. Es ist meine Pflicht, der Königin zu dienen. Und selbst wenn es gegen unsere Schwertlöwin geht. Hm? Morgen Mittag, wenn die Breios-Scheibe am höchsten steht, will Hippolyta Prozess halten gegen die Verräter. Mhm. Du wirst aussagen müssen. Okay, ja, ich... Ja, ich glaube, ich gehe dann jetzt mal ins Bett und hoffe, dass ich irgendwas Schlaf finde. Übernimm den Rest deiner Wache. Danke. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich dir das danken kann. Schlaf gut. Denke, ja, ich wünsche dir. Du hast sie dir verdient. Ich wünsche dir heute eine Nacht ruhige unsere Wacht. Königin gerettet. Meine Miene ist so ein schiefes Lächeln, ja, heute Nacht. Aber die namenlosen Tage sind halt nur noch Katzensprung entfernt.
tatsächlich am nächsten Tag, dem 30. Raya, nachmittags, also mittags, so die Praios-Scheibe am höchsten steht, die man allerdings auch heute wieder nicht sehen kann, weil sie hinter den Wolken verborgen ist, versammelt die Hochkönigin Hippolyta selbst alle möglichen Amazonen und Flüchtlinge auf dem Burghof. Sie tritt aus dem Gebäude, stellt sich auf die Treppe, die zu dem Hauptgebäude führt, und ist somit gut zu sehen, weil die Treppe halt etwas erhoben ist. Hebt die Hände und spricht zu den Leuten. Amazonen! Wir sitzen hier heute zu Gericht über zwei Frauen. Deutet zurück und dann sieht man, wie Ulyssa und Ayla in Ketten gelegt nach vorne gestoßen werden und dann quasi von einigen anderen Amazonen irgendwie bedrängt sich hinknien hinter Hippolyta. Schwere Prangerstangen, die um ihre Hälse gelegt sind. Ja, Elena steht an, ich stehe angespannt in der ersten Reihe, weil ich soll ja eventuell auch sagen genau, sollen. Ja. Es hat den Anschein, dass diese beiden Frauen uns verraten wollten. Nun sind wir gekommen, um zu prüfen und die Verräterinnen in unserem einem gerechten Urteil zuzuführen. Und die Menge raunt ein wenig. Unter dem strengen Blick von Hippolyta, die auf die beiden Frauen blickt. Denn eine der beiden Personen ist immerhin die geweihte Ayla. Bisher von allen hier als Stimme Rondras wahrgenommen wurde. Und die soll nun eine Verräterin sein? Das kann nicht sein. Und du hörst das Gemurmel der Leute, vor denen du ja auch stehst. Was war das hier? Das war ein komischer Prozess. Jeder kennt hier die Geweihte, die aufrecht versucht, den Blick von Hippolyta zu erfassen. Schließlich senkt sie jedoch den Kopf vor der Königin, als diese ihren Blick nicht erwidert. Ein weiterer Amazone legt ein geweihtes Schwert von Ayla vor Hippolytas Füße nieder. Die Reitmeisterin Detlana tritt vor und ergreift das Wort. Meine Königin, ich beschuldige diesen beiden Frauen, die sich da nennen Ayla Ilrasil von Donnerbach, Geweihte der Göttin Rondra und Schwertlöwin des Tempels zu Kurkum, und Ulyssa, eine verstoßene Verräterin unseres Volkes, des Hochverrats an eurer Person und somit am Volk der Amazonen. Als ihre Beweggründe nenne ich die Tatsache, dass Ulyssa Rache nehmen wollte für ihren Urteilsspruch, mit dem ihr sie aus den Landen unseres Volkes verbannt habt. Sie brach ihren Schwur und kam zurück nach Kurkum, und nun ist sie des Todes. Schwertlöwin Ayla werfen wir vor, dass sie sich mit Ulyssa verbündete und sie verbarg, anstatt sie auf der Stelle zu erschlagen oder zu melden, womit sie den Eid der Amazonen gegenüber ihrer Königin gebrochen hat. Und das tat sie mit einer niederträchtigen Absicht, nach euch das Volk der Amazonen zu führen. Denn sie ist Ulyssas Tochter, die eure Schwester ist und euch schon einmal um den Thron bringen wollte. Wieder das Geraune. Und neben dir steht halt deine Freundin. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Die Reitmeisterin unterbricht ihre Rede. Einige Amazonen rufen unmutig, andere befürwortend. Nachdem es wieder etwas ruhiger geworden ist, denn so lange wartet Detlana, fährt sie fort.
Möglicherweise stehen sie gar nicht mit dem Feind im Bunde, da sie ausgerechnet jetzt handeln. Vielleicht, um Kokum den Belagerten in die Hände zu spielen. Eilers Kopf ruckt hoch. Die erste Reaktion, die sie bis jetzt gezeigt. Die Wächterin zu ihrer Rechten beugt ihren Nacken allerdings sofort wieder nach unten. Amazonen und Bauern gleichmaßen lautstark pfeifen und verwünschen die Amazone, die sie dazu zwingt. Hippolyta selbst hebt die Hand und beruhigt die Menge. Auch wenn die beiden Angeklagten teilweise weitere finstere Blicke zugeworfen werden, spricht Hippolyta: Wir wollen zuerst die Zeugin hören. Deutet dann auf dich. Ja, dann trete ich vor, trete vielleicht auch zwei, drei Schritte halt hoch, wenn die Lerne, wie das gesagt hat. Und ja, dann, ich war gestern Abend noch im Stall bei meinem Pferd und habe das Gespräch zwischen den Verräterinnen überhört, mitgehört. Ulyssa hat ihre Tochter angestiftet, ihr zu helfen. Und ich schaue so verlegen zu Schwertlöwin, zu Ayla. Anfangs schien es mir, als würde sie gar nicht wirklich wollen, aber ihre Mutter hat sie gezwungen. Ich weiß es, so kann man das deuten. Sie hat sie nämlich geschlagen und war ziemlich böse und Ayla ist dann eingeknickt. Sie scheint ihrer Mutter doch etwas näher zu stehen als euch, eure Königin, aber ich, ja, das war so, was ich überhört habe. Sie wollten euch. Ulyssa hat darauf bestanden, dass Ayla ihr hilft und Ayla sich die Blöße gegenüber ihrer Mutter nicht geben wollen. Ich glaube, Ayla war nicht ganz bei ihrer Mutter. Ist das so? Ist das nur Interpretation oder ist das Fakt? Ayla hat erst ihrer Mutter zugesagt, nachdem ihre Mutter ihr eine Ohrfeige gegeben hat. Sie quasi gezwungen hat. Ich ringe so ein bisschen mit den Händen. Ulyssa schüttelt mit dem Kopf. Nein, nein, so war es nicht. So war es gar nicht. Seht doch da auf dem Gesicht eurer Tochter die roten Striemen noch. Was sollen sie sonst sein, als nicht von eurer Hand? Ja, ich habe sie geschlagen. Aber ich wollte euch nichts tun. Das müsst ihr mir glauben. Und ich bin auch nicht mit dem Feind im Bunde. Ihre Worte gestern Nacht klangen anders. Ihr wolltet die Unruhe, die Hippolyta umtreibt. Mir ist bewusst, dass ich Kokum nicht betreten darf. Ayla wusste das auch. Und doch hat sie mich gedeckt. Sie wusste vom ersten Tag an, dass ich hier bin. Verzweiflung führte mich hierher. Ihr habt gesehen, was dort draußen lauert. Ich konnte nicht länger in den Schatten leben. Ich wollte dich, Hippolyta, um Gnade bitten. Um Gnade bitten, indem ihr sie heimlich des Nachts überfallt? Nein, ich wollte zu ihr. Um das hättet ihr das offiziell machen können? So war es zu spät. Wie lange sind die Flüchtlinge schon hier? 5 Tage? Ich gucke so um, weil ich das Verhör gerade führe. Eben. Das. Ihr seid eine listige, hinterlistige Frau. Ich denke, eine öffentliche Befragung tut hier auch nichts mehr zu. Wenn ihr mir was zu sagen habt, Ulyssa, dann
sollten wir das nicht vor allen diskutieren. Führt sie in den Raum, in den Verhörraum. Und sie verschwinden im Inneren des Gebäudes. Ja. Und treten nach einer halben Stundenkerze wieder nach vorne. Ja, Elena ist derweil wieder halt runtergestiegen, steht wieder sich wieder in die Reihen eingereiht. So ein bisschen hoch, ein bisschen rot angelaufen, aber immer noch stellt sich ja noch und dann drückt sie den Rücken wieder durch, von wegen so. Als die Königin wieder nach draußen tritt, blickt sie traurig auf die beiden nun wieder knienden Gestalten herab. Sie wendet sich an Ayla. Ayla, du hast geschworen. Du hast geschworen bei Rondra. Deinem Leben und allem, was dir heilig war. Greifst du nach Gilias Thron, hast du deine Göttin verraten, Ayla. Greifst du nach dem Thron? Hast du uns verraten? Die Geweihte blickt ihrer Königin in die Augen und schüttelt den Kopf. Nein, meine Königin, den Verrat, dessen man mich bezichtigt, beging ich nicht. Ich bin auf den einen. Ich gewährte einer geächteten Hochverräterin an meiner Königin Unterschlupf. Dies tat ich aus Mitleid mit der Frau, die mir das Leben schenkte. Und doch will ich mich weder entschuldigen noch rechtfertigen. Ich brach die Gesetze meiner Königin, die ich mehr als mein Leben liebe, und erwarte den Richtspruch. Die Geweihte beugt das Haupt. Doch ihr Gesicht ist leichenblass. Königin Hippolyta blickt auf die junge Frau und ihr seht den Widerstreit der Gefühle in ihrem Gesicht. Doch sie beherrscht sich und wendet sich Ulyssa zu. Ulyssa, wir gewährten dir Gnade nach langer Kerkerschaft. Wir hatten dir bei deinem Leben verboten, jemals wieder unsere Lande zu betreten. Doch hier bist du wieder. Du hast dein Leben verwirkt. Turkum steht seinem Schicksal gegenüber, Ulyssa, und du willst Rache nehmen? Ulyssa erhebt sich. Erinnere dich, Schwester. Ein zorniges Gemurmel geht durch die Reihen der Amazonen, die diese Respektlosigkeit eigentlich nicht dulden wollen. Doch Hippolyta hebt die Hand, alle hören zu. Ulyssa nickt und fährt fort. Erinnere dich an den ganzen Schwur, den du mich hast schwören lassen. Sie schüttelt traurig den Kopf. Was ich damals tat, ist geschehen. Du, Schwester, bist zu einer großen Königin unseres Volkes geworden, vielleicht zu der größten nach Ayla al-Yeshina, der ersten Herrscherin über unser Volk. Und sieh mich an. Ulyssa lächelt. Und wie sie so dasteht, seht ihr eine alte, müde und gebeugte Frau. Ich bin eine Bettlerin geworden, denen die Göttin es so verschieden hat. Und sie hat mich gestraft, Schwester. Ich will keine Rache. Ich verdiene das. Sie stockt kurz und ihr stehen tatsächlich Tränen in die runzligen Wangen. Sie räuspert sich. Bitte wirklich um Vergebung. Vergebung für das, was ich dir in meinem Namen angetan habe, damit ich am Ende doch noch einmal den Namen der Göttin nennen darf. Denn wir werden alle sterben. Das zu sehen ist keine Kunst und vor meinem Ende will ich wenigstens einmal noch aufrecht zu ihr beten können, zu Rondra selbst beten können, ohne dass meine Seele einen Schaden nimmt. Willst du mir das verwehren? Ihr seht alle das Erstaunen in dem Gesicht von Hippolyta. Ulyssa senkt das Haupt und fällt schwerfällig auf die Knie.
Die Königin betrachtet die beiden Angeklagten eine Weile, dann erhebt sie entschlossen das Wort. Sie legt ihre Hände auf die Stirn von beiden. Wir, Hippolyta von Kokum, Königin des Volkes der Amazonen, verzeihen der ausgestoßenen Ulyssa im Namen Rondras ihre Schuld. Sie hilft ihrer Schwester auf. In diesem Moment ertönt ein schrilles Pfeifen und Ulyssa sackt kraftlos in die Arme von Königin Hippolyta. Aus dem Hals der Frau ragt ein kristallner Pfeil und beißende Kälte ergreift alle den Platz. Ich den Mantel verengert, den ich ja sowieso schon um habe, weil es seit Tagen so kalt ist wie sonst im Firun. Wenn nicht gar kälter. Was war das? Was ist das für ein komischer Pfeil? Man hört Ayla rufen: Königin Hippolyta! Königin, meine Königin, lasst mich für euch kämpfen, meine Königin, und meine Schuld mit meinem Leben begleichen. Hippolyta gibt den Wachen einen Wink: Löst ihre Fesseln! Dann brüllt sie: Ahmadzuni, zu den Waffen! Wir wollen dem Feind zeigen, was es heißt, im Namen Rondras zu kämpfen. Und ein einstimmiger, donnernder Ruf erhebt sich über die Burg. Für die Königin! Für Rondra! Für die Königin! Für Rondra! Und tatsächlich rückt der Feind näher und rückt an. Auf den Mauern werdet ihr beschossen mit kristallenen Pfeilen aus Eis. Yeah. Wo bezieht Elena ihren Posten? Jetzt mal auch erstmal auf der Mauer, um den Feind abzuwehren. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Geschosse sausen über deinen Kopf hinweg. Die zerschellen irgendwo auf dem Burghof oder schlagen in einen der Flüchtlinge ein oder in irgendein Fass. Zerspringen danach in tausend Teile, wenn sie auf dem Boden aufschlagen und selbst die Splitter treffen noch umliegend Stehende. Und dann ist da diese Kälte, diese wahnsinnige Kälte, die durch alle Glieder kriecht. Und vor deinen Augen sieht Elena, wie der Burggraben zufriert. Der Graben, nein! Der Graben friert zu! Und dann rücken sie an, Söldner, Untote. Und ist das ein Oger? Das ist so riesig. Ich schieße meine Pfeile und auf die Söldner, auf die Untoten. Pfeil um Pfeil fliegt. Ja, es entbrennen Kämpfe hier und da. Belagerungstürme werden angeschoben. Pfeile hageln weiter auf euch nieder. Und viel gefährlicher als die Pfeile selbst sind die Splitter. Die Pfeile schlagen ein, zersplittern in tausend weitere, kleinere Pfeile. Und einige deiner besten Freundinnen und Kameradinnen gehen zu Boden, bevor sie jemals die Burgzinne erreicht haben. Ja, es ist ein... Ich versuche mich zu konzentrieren und schieße weiter und gehe in Deckung, wenn Pfeile kommen. Und schon bald siehst du, dass dein Köcher leer wird. Du hast bestimmt 20, 25 Pfeile verschossen und jeder von denen traf sein Ziel, doch da sind immer noch Angreifer. Ja, ich werde mit den nächsten Köcher danach schnappen, also meinen Köcher leer schießen und wir haben sicherlich, denke ich, auch Pfeile, noch Köcher an die Wand geht, an den Burgzinn vor uns glint und dann halt da aus dem nächsten Köcher wieder weiter Pfeile ziehen. Eine riesige Gestalt nähert sich zwischen den Truppen des Angreifers. Ein riesiger, muskulöser Mann mit blauer Haut. Er reckt ein Schwert in die Höhe, das mit blauen Flammen umspielt wird. Elena senkt, ich lasse den Bogen sinkt für einen Moment, so ein
bevor jemand brüllt, anlegen, schießen und ich ziele, schieße und werde auf den, dass wir auf diesen riesenhafte Gestalt unsere Pfeile schießen. Brüllt, stellt euch dem Champion Nagrachs. Was? Und er atmet eine riesige, ein Schwall aus Eis und eine eisige Wolke aus, die auf die Mauer hinaufzieht und tatsächlich irgendwie wirklich einige der Amazonen zu fast zum Gefrieren scheint. Und du siehst die Haare, wie sie Kristalle bilden. Irgendwie, ja. Siehst neben dir einen der Bauern, der irgendwie so einen Stein in der Hand hält, den er gerade runterschmeißen wollte, wie er so in der Bewegung erstarrt. Ich bewege mich dann davon, versuche davon wegzukommen. Vielleicht erwischt es auch mich so ein bisschen am Arm. Ich dann wieder warm reibe den. Einer dieser merkwürdigen Gestalten, die damals mit Eila angekommen sind, steht neben dir auf der Brüstung. Ja. Du merkst, dass er unruhig wird. Ein tiefes Grummeln aus seinem entfernt aus seinem Mund. Jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Alles in Ordnung bei euch? Bist näher auf seine Glieder und siehst auf einmal, wie Schuppen seine Arme sich Schuppen auf seinen Armen bilden. Von einer Schlange. Ich weiche zurück und gehe wieder da auf meinen Posten, quasi gehe wieder 2-3 Meter weg. Ein paar Augenschläge später bäumt er sich quasi auf, wild über die Brüstung, jeden Schutz außer Acht lassend, schlägt seinen Umhang zurück und du siehst in eine fast schon schuppiges Gesicht, ein mit reptilhaften Augen, die noch so halb menschlich wirken und ein vielleicht sogar glühen, du kannst es in diesem Augenblick nicht sagen. Deine Muskeln schwellen an bis zur Unkenntlichkeit und mit einem Satz springt er über die Burgzinn unten zwischen die Feinde. Ist der? Pfeil ausweichend, dann lege ich an und gebe ihm da irgendwie ein bisschen Unterstützung. Also schießt da unten auch nochmal hin und dann wieder auf den Großen so abwechselnd, wie halt gerade die Pfeile fliegen. Du siehst unten die beiden Riesen aufeinanderprallen. Den riesigen, blauhäutigen Nagrach-Champion mit dem Schwert. Und dieses Echsending. Und dieses Echsending, wie sie gegeneinander prallen, wie zwei Gewalten, miteinander ringen. Und du beobachtest den Kampf und hast Mühe, dich darauf zu konzentrieren. Pfeile weiter zu verschießen oder Leute von den Mauern herunterzuschlagen, die da hochgeklettert sind. Ja. Der Kampf ist zu einnehmend. Man sieht wirklich, dass die feindlichen Truppen auch einen großen Bogen machen, die beiden, denen quasi wie eine Art Ring Platz zu geben. Nahe der Mauer kämpfen die beiden. Da ergreift der Echserich den Kragen des anderen Hünen und schmeißt ihn mit voller Wucht gegen die Burgmauer. Dieser aber rüttelt sich sofort hoch, führt sein Schwert im langen, finsteren Zügen und man sieht das Blut aufspritzen, der einen wie auf der anderen Seite. Ja. Doch der eisige Riese scheint zu gewinnen und selbst deine Pfeile, die du verschießt, ragen ihm schon zigfach aus dem Körper. Andere Amazonen haben ebenfalls versucht, ihn zu beschießen. Es scheint ihn überhaupt nicht zu kümmern. Ebenso wie den Exerich die Angriffe der Untoten und an Söldner nicht zu interessieren scheint. Oha, ich meine, wenn ich sehe, dass dieses Kreatur zu beschießen nicht viel bringt, werde ich meine Pfeile nicht mehr allzu sehr darauf verschwenden. Und dann die kleinen Leute töten, respektive wenn halt irgendwer dann schlussendlich noch über die Brüstung kommt, über die Mauer, den Bogen auch irgendwann weglegen und halt mit mein Säbel ziehen und mit dem Säbel gegen die Menschen, gegen die Kreaturen, die über die Brüstung steigen, vorgehen. Also den mit dem schmalen Grat dann kämpfen. Tatsächlich gewinnt der blaue Riese die Oberhand. Hat nun den Echserich nahe der Mauer
einen schweren Hieb verpasst. Die Rüstung durchschlagen, in zwei Teile gespalten. Man, der eine Arm des Exerichs hängt ihm quasi halb. Er hat so Schlagseite, hängt ihm herunter. Da ergreift die große Pranke des Nagrach-Champions den Hals des Exerichs und erhebt ihn von den Füßen und schleudert ihn mit voller Wucht noch einmal gegen die Mauer. Und noch einmal. Und noch einmal. Oh. Und unter euch erzittert die Mauer unter jedem einzelnen Schlag. Ah ja, Elena braucht einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Haut vielleicht, dann haue ich auch zweimal daneben, weil es einfach beide wackeln, ich und der Gegner. Und ja, wenn er so weitermacht, macht er die Mauer noch kaputt. Das ist schlecht. Und eins. Und nimm das. Für Rondra. Und dann passiert es, als der Blaue mit seinem Schwert ausholt, um den inzwischen niedergeknieten und aus zahlreichen Wunden blutenden Exerich zu enthaupten, reißt die Wolkendecke auf. Ein Loch in diesen unheimlichen Wolken. Die Sonne des Praios scheint durch. Praios Scheibe sendet ihr Licht und die Untoten weichen zurück. Aber es bleibt nur ein kleines Loch und dann donnert es laut. Ein heller, greller Blitz schlägt durch die Wolkendecke in den blauen Kerl ein. Und es gibt eine Explosion, wie Elena sie noch nie gehört hat. Die Mauer unter ihr gibt nach. Und als Elena wieder die Augen aufreißt, ist sie begraben unter einem dicken Stein der Mauer. Verdammt! Hilfe! Ich versuche, den Stein entsprechend runterzuschieben und auch nach Hilfe zu rufen. Es gelingt dir, den Stein zu bewegen. Es ist dir nichts passiert. Aber die Mauer ist eingerissen. Ein großer Spalt klafft in der Mauer. Sind die anderen Amazonen auch schon dabei, hinzustürmen? Kommen die ran? Ja, momentan, also es ist Augenblicke später. Einige sind schon bereit, dorthin zu stürmen. Andere schauen noch mit großen Augen auf den Exerich, der inzwischen in dem Burghof liegt, schwer atmend sich hochstürzt und ungläubig auf den Himmel guckt, wo die unwirklichen Wolken sich gerade wieder vor die Praios-Scheibe schieben. Dann blickt der Exerich wieder in die Kluft, da wo vorher noch dieser Hühne gestanden hat, und man sieht nur einen verbrannten Fleck Erde. Ja. Neben dir ruft deine Mutter: Die Herrin selbst hat ihn gestraft! Aber um welchen Preis? Verteidigt die Bresche! Verteidigt die Bresche, ja, ich werde mich dann auch aufrappeln. Mir den Staub abklopfen, mein Säbel suchen, der vielleicht ein, zwei Schritt von mir entfernt liegt, und dann zur Bresche rennen. Deine Mutter stürmt vor mit dem Schild und dem Säbel hoch erhoben, also Schild vor, Säbel hoch erhoben, schlägt dem ersten Söldner schon den Kopf ab, ehe der die Bresche durchquert hat. Und dann sieht Elena an deiner Mutter vorbei, die zwischen den vielen Söldnern, die gerade versuchen, da durchzukommen, und die erste Welle vom Pfeilhagel durchbohrt wird, in Buckligen oben auf der Brüstung stehen und herunterblickend in die Bresche. Oh. Ich habe keinen Bogen mehr, sonst will ich ihn. Neben ihm die kleine Gestalt. Wirkt ein bisschen eingefallen, schlägt dann ihren Umhang zurück und ist das ein Kind? Es hat Züge eines Kindes und es hat aber auch Katzenaugen. Und riesige, lange Krallen. Und die Arme eines erwachsenen, ausgewachsenen Kriegers.
Ich brülle Vorsicht oben. Das kleine Wesen, also das kleine Wesen, in Anführungsstrichen, springt zwischen die Amazonen, die deine Mutter umringen und die versuchen, die Bresche zu verteidigen. Und in diesem Sprung alleine fällt es zwei deiner Kameradinnen und steht nun vor deiner Mutter, die mit Schild und Säbel vor ihm steht. Ja, ich schnapp mir ein Schild, der da auch von der anderen Amazone liegt und wird dann auch mit dahin rennen, auch in die Breche. Und ja, Vorsicht, ich meine, sie sieht es, aber so ein Mama, ich komme und entsprechend Schild voran auch dann dahin rennen. Verteidige die Bresche! Du siehst, wie deine Mutter mit gekonnten Hieben gegen das Wesen auf das Wesen einschlägt, wie der Säbel gekonnt Stellen trifft, die total verletzlich sind. Das Wesen scheint sich nicht darum zu kümmern, sich zu verteidigen, reißt nicht mal die Arme hoch. Jeder Säbelhieb trifft und nur ohne Mühe scheinbar enthauptet deine Mutter das Ding. Der Körper fällt nach vorne zu Boden. Verteidige die Bresche! Ja, ich mach, was mir sagt und verteidige dann, renn auf den nächstbesten Söldner zu. Läufst an deiner Mutter vorbei? Quer über die Brust. Meiner Mutter ein bisschen vorbei, quer über die Brust. Kämpfst dich zwischen die ersten Untoten, die durch die Bresche versuchen zu kommen. Und hörst dann von hinten irgendwann einen gellenden Schrei deiner Mutter. Während du nach vorne abwehren musst. Ja, nein. Nein. Und dann schlage ich halt weiter auf die vor mir ein und ist so ein. Gehst du zurück? Man wendet sich nicht dem Feind ab, aber ich kann nicht anders, ich gucke, was da hinter mir passiert ist. Reise den Schwert hinter mich. Da steht das Wesen, das eben noch geköpft war, über deiner Mutter. Und ein kleiner, mini-kleiner Kopf ist ihm neu gewachsen. Und jetzt schlägt es auf den Kopf deiner Mutter mit einem großen Stein ein und man hört noch ein Knacken und Brechen. Und eine blutige Fontäne spritzt nach oben. Nein! Ich weiß, dass ich nichts mehr für sie tun kann und drehe mich wieder schweren Herzens, dem Vieh den Rücken zu, weiche zur Seite aus, dass ich das Vieh nicht in meinen Rücken kriege und verteidige weiter die Bresche mit den anderen Amazonen zu sein. Währenddessen laufen mir vielleicht auch ein, zwei stumme Tränen entsprechend runter, wo ich auch mal wegblinzeln muss und doch dann einen Hieb kassiere, der mir in den Arm schlägt. Aber das schert mich nicht, ich kämpfe weiter. Und dann trocknen die Tränen auch irgendwann wieder. Nach ein paar Augenblicken. Ich kämpfe wie eine Löwin dafür, dass sie die Bresche gehalten wird. Das nächste, was du wahrnimmst, außer den unzähligen Leibern, die unter dem Säbel fallen, ist ein Wiehern. Und du siehst das schwarze Pferd Hippolytas über dich hinwegfliegen. Und irgendwo zwischen den Wolken verschwinden. Okay, Du schon den nächsten Hieb abzuwehren hast. Ja. Aber man merkt sehr schnell, die Untoten strömen nach und so viele kann man nicht gar nicht erschlagen, wie sie hier durch die Bresche schlagen. Ja. Und Schritt um Schritt müsst ihr zurückweichen. Ja, so eine nicht über den Stein stolpern. Blickst vielleicht noch mal kurz auf die Mauern oben, die auch noch teilweise schon eingenommen wurden. Du kannst diesen Buckligen nirgendwo mehr erkennen. Auch das kleine Ding, was deine Mutter getötet hat, ist nicht mehr zu sehen. Ja. Lässt etwas zurück, lässt der zweiten Reihe den Vortritt, um etwas Kraft zu sparen. Ja.
siehst dann, wie vor dir ein paar der Bauern, die auch mit verteidigen, ein paar der Kampferprobteren, einfach so zu Boden gehen und siehst dann, dass die Bresche leer ist. Nur ein einziges Schwert fliegt hin und her. Ein flammendes Schwert fliegt zwischen den einzelnen Steinen hin und her. Und schon stürmt eine Amazone in die Bresche, versucht sie zu halten. Das Schwert tanzt auf sie zu und durchbohrt sie auf der Knieebene. Fällt hin. Was? Dann betritt die Bresche eine in schwarze Roben gekleidete Gestalt mit einem Grinsen auf dem Gesicht, langem Haar, einem eigentlich sehr schönen Zug für einen Mann zumindest, der dirigiert, ein Regent als Orchester, sein Schwert, rechts nach links. Und mit Leichtigkeit durchbohrt es jede Verteidigung. Ja, ich versuche auch irgendwie, wenn das kommt, zurückzuweichen, dass es mich nicht blockt, das vielleicht auch versucht, das zu blocken, aber irgendwer stellt sich ja dazwischen, schützt mich, dass ich das Schwert nicht abkriege, ich Kleine. Das ist so ein... Ja. Was? Ja, mit Hilfe des Schwertes durchbrechen die feindlichen Truppen nun endgültig eure Verteidigung. Ja, ich weiche ja strömen auf zurück. Den Burghof und ja, die Untoten, also die Flüchtlinge versuchen sich in die Häuser zu retten. Man, aus dem Augenwinkel kannst du Ayla erkennen, wie sie versucht, die Flüchtlinge in den Rondra-Tempel rein zu manövrieren. Und hier rüber. Und, aber während, also sie versucht, die Flüchtlinge quasi den Abzug zu sichern. Ja. Weil die ersten Untoten sich schon über Frauen und Kinder und Alte hermachen. Würde ich auch darüber rennen und auch die Flüchtlinge auch entsprechend schützen, weil und auch, weil es ja auch Richtung Rondra-Tempel geht, dass da halt auch niemand hinkommt. Ja. Quasi den Zuweg zum Tempel verteidigen, dass dort die Flüchtlinge in Ruhe reingehen können. Die Frontlinie dort halten. Du siehst, wie einer nach dem anderen unter der Last zusammenbricht, ihr müsst immer weiter zurück. Und dann siehst du auf diesem schönen weißen Schimmelross, das du nur zu genau kennst, erkennst du Detlana, wie sie einen Ausfall reitet, über das Schwert hinweg springt und sich dem Magier entgegenwirft, der das Schwert zu dirigieren scheint. Das Schwert fliegt in einem Affenzahn, in einem schnellen Tempo allerdings zurück, um seinen Meister zu verteidigen, geht in die Flanke des Tieres und das Pferd bäumt sich auf und wirft Detlana ab. Ich schaue da ungläubig hin und wehre die nächsten Untoten ab, konzentriere mich wieder auf den Kampf vor mir. Es ist so ein... Ja, sie kämpft, weil sie kämpfen muss. Sie funktioniert halt nur noch mit dem Kämpfen. Das jahrelange Training zahlt sich jetzt aus, dass sie einfach den Fokus jetzt auf den Gegner trotzdem vor sich zwingt und dann entsprechend das Schwert linkser Hieb, rechts Hieb, Attacke und Parade, Kopf ab. Soll dir alles gelingen. Elena kämpft wie eine Löwin, tatsächlich. Nur, es ist nur Elena und ihren Kameradinnen zu verdanken, dass Ayla es schafft, viele von den Flüchtlingen in den Rondra-Tempel zu evakuieren, bevor die Untoten unter ihnen wüten können. Es ist ein großes Durcheinander. Überall scheinen nun die Untoten durchzubrechen oder Söldner durchzubrechen. Man kann sich nirgends mehr sicher sein, von rechts, von links, von hinten, von vorne. Sogar von oben scheint es Eispfeile zu regnen. Und weder auf Freund noch auf Feind Rücksicht zu nehmen. Die Untoten stören diese Pfeile anscheinend nicht, aber umso mehr stören sie, wenn sie zerspringen, die Verteidigerinnen. Ja.
Und irgendwo zwischen dieser dämonischen Symphonie steht der Magier immer noch. Inzwischen leuchten seine Augen grün und er steht über dem am Boden liegenden Körper von Detlana. Dirigiert sein Schwert wieder zurück in seine Hand und er erhebt das Schwert zum letzten tödlichen Stoß nach unten. Und durchbohrt den Rücken deiner Mentorin. Ja. Elena schreit auch nochmal auf ein Nein! Und sie wütet und schlägt auf die Gegner ein, brüllt sie an wie eine Löwin. Schöpft nochmal Kraft aus der Verzweiflung. Und ja, inspiriert vielleicht auch dadurch noch die anderen halt auch noch wieder. Wir geben nicht auf, auch wenn andere fallen. Der merkwürdige Magier reißt das Schwert in die Höhe und ruft: Niemand kann uns aufhalten. Und nun. Dann greift er nach unten mit der anderen Hand und zieht die leblos wirkende Detlana an den Haaren hoch. Nun nimm dieses Opfer und trete in diese Welt. Und seine Augen beginnen grün zu leuchten, während er mit einem merkwürdigen Singsang anfängt. Das Schwert fliegt aus seiner Hand und während andere Amazonen versuchen, auf ihn einzuströmen, wehrt es jeden Angriff ab. Mhm. Etwa 15 Söldner brechen durch und formen einen schützenden Kreis um den Magier. Und Elena kann sich vielleicht einmischen, versuchen durchzubrechen und bekommt deswegen mit, was dieser merkwürdige, thulamidisch aussehende Magier tut. Ja, ja. Natürlich geht Elena nach vorne und schaut entsprechend. Seine Augen leuchten in der Tat grünlich. Die Sprache, die er spricht, verstehst du nicht. Und dann gehen seine Singsang in ein Kreischen über. Ein markerschütterndes Kreischen, was dir die Haare auf dem Nacken aufstellen lässt. Und das Leuchten in seinen Augen breitet sich aus, zieht sich über sein ganzes Gesicht. Und du meinst, gigantische Schwingen zu erkennen, die aus seinem Rücken herausragen. Der Schatten, der nun über ihm thront, verformt sich tatsächlich zu einer Art Rabe, und so eine schwarze Wolke verformen sich, bilden über ihm einen dunklen Raben, der über ihm thront. Rondra, was ist das? Ich möchte ein paar Schritte zurück, weil ich jetzt irgendwie mich doch ein bisschen ängstigt. Der Magier blickt hoch zu dem aus Rauch bestehenden Raben, der nun auch so ein leichtes grünliches Glimmen annimmt. Nimm sie, heißt sie so hoch. Nimm sie! Mein Opfer für dich. Und der Schatten fliegt nach oben zunächst. Dann noch einmal ein tiefes Nimm! Nimm mein Opfer! Du Sohn der Tagunitot! Mir läuft wieder ein kalter Schauer über den Rücken bei diesem Namen. Das klingt absolut nicht, als würde es in diese Welt gehören, dieser Name. Dann dringt dieser Schattenrabe von oben in einem Sturzflug auf den Körper der totscheinenden Amazone hinab, die dann kurz bevor er in seinem Sturzflug auf sie trifft, die Augen aufreißt. Zunächst auf dich blickt, die du zwischen den Reihen kämpfst. Mhm. Und dann noch einmal mit einer ganz kraftlos wirkenden Stimme anfängt zu singen. Ihr
zu Ehren kämpfe und streite ich dir zu Ehren nur in deinem Namen. Dir zu Ehren leb ich, dir zu Ehren sterb ich, dir zu Ehren bis in alle Ewigkeit. Ja, wenn ich das höre, werde ich da auch entsprechend mit einstimmen wollen. Auch wenn mir der Tod nicht so nah ist, so ist, soll mir Rondra doch jetzt nah sein. Ein ungläubiges Nein dringt aus dem Mund des Beschwörers. Und der schattigen Schattenrabe dringt statt in Detlana in den Körper des Mannes ein. Um ihn herum erhebt sich wieder mal das flügelschlagende Abbild des riesigen Rabens. Der Mann nimmt den Säbel der gefallenen Amazone auf, deutet nun auf Detlanas inzwischen dann leblosen Körper und dieser ruckt nun unkontrolliert auf. Die Bewegungen glätten sich, sie erhebt sich mit leerem Gesicht. Ein kalter Schauer läuft über euren Rücken. Als der Mann mit den Rabenschwingen auf die nächsten Leute. Auf den nächsten. Den nächsten. Überall liegen Leichen auf dem Hof. Und einer nach dem anderen, eine Schwester nach der anderen, erhebt sich mit leerem Gesicht. Steht zusammen für Rondra, für die Königin. Ich rüste mich und fasse mein Säbel und mein Schild fester. Und ja, gehe dann auf die untoten Schwestern los, wenn sie auf uns zugehen. Auch wenn es mir im Herzen wahrscheinlich wehtut. Ja. Freundinnen, Kameradinnen, gefallen bei der Verteidigung Kurkums und nun fallen sie ein zweites Mal unter deinem Säbelhieb. Ja. Gezielt, vielleicht erstmal nicht gezielt und dann merke ich halt, wenn man den Kopf abschlägt, ist es das Sicherste, dann fallen sie in sich zusammen. Hoffentlich. Dieses eine Wesen, das überlebt. Ja, das ist so ein. Ja, sie schlägt ihn nieder und dann der erste den Kopf ab. Behält die Leiche währenddessen im Auge, während sie auf die anderen Leichen noch, auf die anderen wandelnden Toten noch zugeht und schlägt. Und betet zu Rondra, dass sie die Leiche. Dass die Leiche sich nicht wieder erhebt. Neben dir taucht auf einmal ein Schwertarm auf. Kämpft mit dir an einer Seite. Du hast keine Zeit zu gucken, wer da neben dir kämpft. Aber zusammen, Rücken an Rücken, wehrt dir eine untote Schwester nach der anderen ab. Dass du dich umblickst, merkst du, dass du mit der Königin selbst Seite an Seite fechtest. Ja, aber ich sag halt nichts, ich kämpfe einfach weiter und... Eine weitere Drehung, eine weitere Attacke und dann steht da dieser mit Rabenschwingen bewehrte Mann vor dir. Stirb! Metze! Er hebt den Amazonensäbel und versucht auf dich hin und abzuschlagen. Ich heb mein Schild und weiche unter dem Schild zur Seite weg. Niemals! Der Säbel trifft auf dein Schild und dein Schild zerberstet unter der Wucht des Schlages in zwei Hälften. Ein schwerer, knackender Laut kommt aus deinem Unterarmknochen. Ah, nein! Ah. Mein Arm fällt dann entsprechend runter und ich weiche dann zurück ein bisschen. Du merkst, wie du zur Seite geschubst wirst und siehst nun Hippolyta selbst, wie sie vor dem Typen steht. Ja. Irgendwie ihr Schild verteidigend vor dich hält, als er noch ein zweites Mal versucht, auf dich einzuschlagen und dann passiert etwas, mit dem du nicht gerechnet hast. Ihr Säbel geht in Flammen auf.
Wie der Säbel der Statue im Tempel. Ja. Mit einem flammenden Schwert pariert sie die Hiebe des geflügelten Mannes. Ich reiße meinen Säbel, ungeachtet der Massen, die da kommen, so ein bisschen, also Fyrandra für die Königin und schlage dann auf die Untoten ein, um ihr den Polita den Rücken freizuhalten, dass sie gegen den Untoten kämpfen kann. Rondra ist mit uns. Der Königin gegenüber steht der Dämon in dem Beschwörer. Ein Duell der Mächte entbrennt. Königin der Amazonen gegen ein finsteres Wesen aus Niederhöllen. Von der Königin der Amazonen aus geht eine mit dieser Flammenklinge eine tödliche Eleganz aus. Zunächst pariert sie gekonnt jeden Angriff des Angreifers. Kommt allerdings nicht dazu, ihn ihrerseits anzugreifen. Du schaust ungläubig, weil das sonst nicht ihre Art ist. Und dann bemerkst du ihren Blick, ihren flehenden Blick und ihre Geste mit dem Kopf. Deutet, lauf. Ja, dann gehe ich. Rückzug. Ja. Ich nicke ihr zu, grüße, halt den Säbel in der Hand, nimm den hoch und grüße so, mach den Rondra-Gruß, quasi schlag die Hand vor die Brust und gehe dann Rückzug Richtung, ja, Richtung Tempel und halt schlag auf dem Weg noch, was da an Untoten ist, zusammen. Und ja, halte meinen Arm irgendwie hinterm Rücken, dass er mir nicht im Weg ist, den gebrochenen. Mit dem einen Arm pariert sie mit dem Schild den nächsten Angriff des merkwürdigen Dämons. Blinzelt dir zu, zwinkert schon fast. Während der andere Schwertarm des Angreifers in einen Hieb gegen ihre Seite führt. Und Hippolyta auf den Boden zwingt. Kniend, aber das Flammenschwert immer noch erhoben und die Schläge des Dämons abwehrend. Sie hat gesagt, ich soll gehen, aber ich werde da so vielleicht auch stehen bleiben, einfach wieder dieses Geh. Ich kann da jetzt nicht weggucken. Geh! Ich nehme Reißaus vorhin so Richtung Tempel, weil das so der sicherste Ort mir scheint, weil überall, weil ich auch vielleicht sehe, dass sich die Untoten nicht so nah an den Tempel ranwagen. Du erreichst die Tempeltüren, blickst zurück auf den Kampf der Giganten und siehst, wie das der Amazonensäbel, den der Dämon führt, ein weiteres Mal in den Leib deiner Königin einschlägt und eine tiefe, klaffende Wunde schlägt. Auch das zweite Bein geht auf den Boden. Ein weiterer Schlag wird pariert. Auch der Dämon hat es inzwischen gezeichnet und auch von einigen der Flammenschwertwunden. Jedoch schließen sich die Wunden schon wieder. Du hast keine Chance. Niemand hält mich auf und die dunkle Mutter schon gar nicht. Und dann schlägt er mit beiden Säbeln gleichzeitig zu, dem flammenden Schwert und mit dem Amazonensäbel. Hippolyta reißt ihr Schild nach oben, doch zu spät. Sie wird durchbohrt. Vom Flammenschwert des Dämons. Ich brülle so ein Nein und falle auf die Knie und ja, vor den Tempel, so halb im Tempel drin. Nein! Ja, und du siehst es dann entsprechend, was da noch passiert. In diesem Augenblick geht ein Raunen und ein Brüllen, das durch Mark und Bein geht, durch die Luft. Und du hörst Flügel schlagen.
Ich wende meinen Blick gen Himmel. Musst du leider einiges nicht hören, was die Zuschauer hören. Okay. Ich dachte, dass du das gar nicht hören kannst. Das muss ich gerade Twitch anmachen. Ja, mach mal schnell an, dann kannst du ein bisschen Zeit versetzen. Ja. Ja. Wo? Ach, da ist es. Falscher. Ein riesiger Drache erscheint am Himmel und wütet unter den Angreifern. Sein Flammenatem schießt quer durch den Innenhof und vernichtet Untoten um Untoten. Riesige Feuerbälle schlagen ein im und außerhalb des Hofes. Mit den mächtigen Flügeln und den großen Pranken reißt er angreifende, dämonische Wesenheiten in zwei oder mehrere Stücke. Mhm. Und dann passiert das Unglaubliche. Hippolyta rappelt sich noch einmal auf, während der Dämon noch triumphierend über ihr steht, führt ihr Flammenschwert noch einmal Richtung Gegner und kann ihn tatsächlich auf die Knie zwingen, weil der Angriff seine Herz durchbohrt. Oh ja. Doch der Dämon dreht sich nur um zu seiner Angreiferin, das Schwert tief in der Brust steckend. Dann zieht er es langsamer Bewegung aus dem Körper. Lässt es auf den Boden fallen und das Schwert zerspringt in zwei Teile. So nicht. Und sein eigenes Flammenschwert kreist über dem Kopf und enthauptet die Königin zum endgültigen Tod. Nein! Nein! Nein. Sie ist gefallen. Und heiße Tränen rennen mir über die Augen, die ich aber dann wegwische, um den noch, vielleicht noch einen Angreifer, der sich dann doch dem traut, dem Tempel sich zu nähern, abzuwehren. In dem Augenblick, in dem Hippolyta geköpft wird, brüllt der Drache laut auf, oben am Himmel. Und seine Flammen schießen weiter auf den Boden. Dieses Mal ungezielt. Er nimmt keine Rücksicht mehr auf Freund oder Feind. Er verbrennt jeden und alles, was sich ihm in den Weg stellt. Sind noch Amazonen auch noch mit draußen? Wahrscheinlich schon. Ayla steht an erster Stelle und verteidigt den Rondra-Tempel. Schnell in den Tempel! Der kommt, kommt, auch ihr müsst in den Tempel. Kommt schon. Ich öffne noch die, ich rufe von drinnen, öffnet das, die zweite Tür noch und halte die andere Tür dann auch entsprechend offen, sodass die rein können. Wieder beginnt der Drache am Himmel mit lautem Gebrüll. Lebt wohl, ihr Menschen. Verkündet der Welt, dass Hippolyta, die Erwählte Rondras, gefallen ist. Verkündet der Welt, dass Korkum, die Burg der Legenden, gefallen ist. Verkündet der Welt, dass Borbarat,
Sohn des Nandus und Vernichter der Welt, gekommen ist. Kämpft, ihr Menschen, kämpft! Kämpft darum, dass eure Kinder nicht auf den Altären als Blutopfer der Dämonen enden. Kämpft dafür, dass die Hallen der Zwölfe nicht brennen wie diese hier. Und kämpft dafür, dass Hippolytas Tod nicht umsonst gewesen ist. Denn sie starb für euch, für eure Zukunft, für eure Welt. Lebt wohl! Dann erhebt sich der Drache hoch in die Luft. Mit einigen Flügelschlägen brechen grellende Flammen aus dem Inneren seines Körpers hervor. Er erhebt den gigantischen Drachenleib. Und dann bebt der Boden, der getroffen wird von einem gewaltigen Feuerstrahl, der aus seinem Rachen geht, dessen lodernde Flammen den Leib des Drachens mit verzehren. Und das Letzte, was Yelena sieht, bevor sie den Tempel betritt, ist das Schmelzen der Mauersteine unter dem Drachenarm. Dann wird das Tor zugeschlagen. Und man hört nur noch Schreie von draußen. Laute Schreie. Hey, ich sacke neben dem, wo ich stehe, quasi auf die Knie. Blut im Gesicht, einen blutigen Säbel. Und komme erstmal zur und versuche erstmal Atem zu kriegen. Und bin einfach nur weg, durch, vollkommen weggetreten. Tränen laufen mir auch übers Gesicht. Ja, Knie da völlig überwältigt von dem, was da gerade alles passiert ist. Den Säbel so, die Hand auf dem Säbel, aber den Säbel nicht nur wirklich umschlossen. Überall hörst du Schluchzen und Weinen unter den Leuten. Nur die Statue der Rondra in der Mitte des Tempels steht, wie ein Fels in der Brandung. Heroisch, in Himmel blickend, mit dem erhobenen Flammensäbel. Brennt er wieder oder brennt er noch? Er wird den Säbel einfach, ja. Ah, das ist, es wirkt halt so, ne? Ist also so ein geflammter Säbel. Deswegen tragen die Rondra-Geweihten ja auch immer diese geflammten Schwerter. Ja, ich, und wann kriege ich mich dann wieder ein und sehe dann zur Statue auf und heb meinen Säbel an, mit den Arm, der hängt schlaff runter, weil er gebrochen ist. Trete näher an die Statue heran und knie mich vor ihr nieder und versinke im stillen Gebet für Totengebet für die Gefallenen, also für meine Mutter, die Königin natürlich, Dedlana und andere, die halt, wo ich jetzt die Namen alle kenne und vielleicht auch leise flüsternd vor mich hin murmel, was mir dann gar nicht auffällt, dass ich im Gebet, dass ich das laut sage, obwohl ich es eigentlich leise sagen wollte, einfach weil es mir über die Lippen kommt. Die Erde erbebt und es wird heiß innerhalb der Hallen. So eine, hier rinnt der Schweiß von der Stirn. Ja, ich leg den Mantel ab, zieh mir zieht die Arme hoch, weil ich ja noch die Winterkleidung anhab und plötzlich ist es bullig warm und ja. Man sieht die Schlossriegel des Tores aufglühen, als wären sie in einer Esse geworfen worden. Ja. Und danach ist es ruhig. Das Beben verebbt. Die Riegel am Schloss glimmen ab. Man hört nur noch das Schluchzen und Weinen und das Beten der Leute. Sonst nichts mehr.
von draußen her kommt Fackel, wahrscheinlich noch Feuerschein rein. Oder ist es draußen auch stockfinster? Wenn du nach draußen gucken willst, musst du das Tor aufmachen. Der Tempel selber hat ja keine Fenster? Nein. Okay, ja dann. Nee, ich bleib drin, der Stein ist bestimmt neu. Ich näher mich vielleicht dem Tor und merke, das ist noch ziemlich warm. Das lohnt sich nicht anzupacken. Wartest eine Weile und Eiler tritt neben dich. Das war Smaudur. Der große Smaudur. Ja. Höchstpersönlich. Wann war er das letzte Mal hier? Das war weit vor meiner Zeit, oder? Ja, vor meiner auch. Jetzt ist er nicht mehr. Sah so aus, oder? Konnte es nicht richtig sehen. Er hat Leb wohl gesagt. Und die Flammen, ja, er hat die Flammen gespien, diesen riesigen Feuerstrahl. Und er selbst ging in Flammen auf und ist auf das Haupthaus gestürzt. Die Steine sind geschmolzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Stein ist geschmolzen wie Butter in der Pfanne. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Das müssen wir uns auch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es ist passiert, wenn wir das... Es dauert eine Weile, bis sie auch wieder die Fassung gewinnt. Dann mit stolzer Haltung den Riegel des Tors anfasst und man hört sein leichtes Zischen. Sie mit der Hand da drauf packt und sie verzieht keine Miene und legt den Riegel um und stößt das Tor auf. Mhm. Und draußen sieht man nur noch kleine, schwelende, glimmende Feuer. Und es riecht verbrannt. Oh. Alles ist verbrannt. Stein, Knochen, Fleisch. Draußen ist nichts. Nur ein riesiger, verbrannter Fleck. Soweit das Auge reicht. Nur verbrannte, aschige Erde. Keine Bauer. Kein Burggraben, kein Wasser. Nur Asche und Schwärze und kleine glimmende Feuer. Das Einzige, was hier noch steht, ist der Tempel der Göttin selbst. Was ein Wunder. Wir sollten das Schwert der Königin suchen? Eila tritt nach vorne ungefähr an die Stelle, an der Hippolyta gestorben ist. Es ist nichts mehr zu sehen, kein Leib, kein nichts mehr, kein Dämon. Ja. Auch keine Untoten, das komplette feindliche Heer ist nicht mehr zu sehen. Ja, ich folge Eila auch das Stück raus, weil bis zur Bresche, wo Hippolyta je nachdem gekämpft hat, ist ja nur ein Stück vielleicht vom Wandra-Tempel. Und tatsächlich das Einzige, was er auf diesem aschigen, schwelenden Boden, es ist auch heiß unter den Füßen, was ihr noch seht, ist die zerbrochene Klinge von Hippolytas Säbel. Wie auch immer, der dieses Inferno überlebt hat. Das ist ein Geschenk der Göttin. Aber ist zerbrochen. Er ist zerbrochen. Ja, das ist so. Ist das bekannt, dass der Säbel zerbricht, wenn die Königin stirbt? Weiß man nicht. Eila hebt die Teile des zerbrochenen Schwertes im vergoldeten Griff an. Die Amazonen haben keine Königin mehr. Wer soll nun Königin auf Kurkum sein? Wäre ich doch nur mit euch gestorben. Es
soll ich jetzt noch machen auf dieser Welt? Alles, für was ich gelebt habe, ist tot. Habt ihr Smaudo nicht gehört? Er sagte, wir sollen leben, kämpfen, weiterkämpfen gegen Borberat. Noch ist nicht, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Wir müssen ihre Tochter finden, wir müssen Gilia suchen. Auch wenn sie uns vor 2 Jahren verlassen hat. Wenn sie vom Schicksal ihrer Mutter hört, von Kurkum, vielleicht kommt sie dann wieder, findet sie dann wieder zu uns. Vielleicht. Dann hätte das Schicksal dieser Stadt, dieses Sterben, blickt sich um. Vielleicht doch noch einen Grund. Ja. Es ist, naja, wir sind in den Tagen des Namenlosen. Wollen wir schon nach Beilung aufbrechen oder erstmal hier warten, bis sie vorbei sind? Blickst in dieses tränenübersäte Gesicht von Ayla, die mit so einem fragenden Blick auf dich schaut. Und dann verschwimmt vor deinen Augen die Szenerie und du siehst wieder in das Jetzt und der Wirklichkeit. Du siehst die Tränen, das tränenüberströmte Gesicht deiner Tochter vor dir. Oh Mann, er hat mein Schwert zerbrochen! Meine Tochter sieht dann auch, dass in meinem Gesicht Tränen stehen. Siehst deine Tochter mit einem zerbrochenen Holzschwert. Wir machen dir ein neues. Das ist doch kein Problem. Astanio wird dir ein neues machen. Du weißt, er kann das gut. Aber ich will das hier. Kann er das auch kleben? Oh. Ich kann versuchen, das, naja, zusammenzuschmieden mit Holz, aber du kannst es zusammenzuschmieden. Ob es kleben kann, dann müssen wir ihn morgen fragen. Und ja, wenn ich zusammenschmiede, kannst du damit nicht mehr spielen. Darf ich Tagu verhauen dafür? Du darfst ihn nicht verhauen, du darfst ihn zu einem Kampf herausfordern. Wie hat er das denn eigentlich zerbrochen? Hat er es einfach so zerbrochen? Ich habe nicht drauf geachtet, wo ich es hingestellt hatte, und dann hat er es genommen und hat es gegen den Baum geschlagen. Du musst auf deine Waffe besser aufpassen. Ja. Habe ich dir schon 1000 Mal gesagt. Ich wollte den Apfel essen. Ja, ist ja. Haben Äpfel gekriegt. Ich habe das gesehen. Ich seid manchmal solche Schlitzohren und ich ziehe so ein bisschen schelmisch am Auge immer noch so die, am Ohr, die nassen, ein bisschen die nassen Augen. Aber. Hast du geweint, Mama? Nein, ich hatte Staub im Auge. Oder, ja. Vielleicht waren es auch. Ich habe mich an etwas zurückerinnert. Aus meiner Jugend, aber das ist keine Geschichte für dich. Das sagst du immer. Tut mir leid, lass dich drücken. Wir sollten vielleicht auch jetzt ins Bett gehen, es ist schon spät, ich schaue so hoch. Ach, schon wieder Wolken. Und dann verlassen wir die Szenerie für heute. Ja. Gerade noch so fertig geworden. Derzeit. Ja, einmal im Schnelldurchlauf, das Abenteuer. Viel machen konntest du nicht. War trotzdem gut, hat mir trotzdem gefallen. Viel vorlesen, viel, viel. Wir haben keine einzige Karte gezogen. War auch nicht nötig. Auch nicht nötig, ja. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ich jetzt Karten schon ziehe. Ja. Ja, puh. Erste, wisst ihr, welches tragische Schicksal Ilina von Kurkum geprägt hat. Und ja,
Das war, sollte nicht das Einzige gewesen sein, was ihr in ihrem Leben bisher zugestoßen ist. Aber vielleicht eines der prägendsten Dinge. Ja. Wann sieht man schon mal seine Königin, seine Mutter, seine Mentorin und den Schutzdrachen seines Volkes am gleichen Tag sterben? Mhm. Naja, wie das Ganze weitergeht und ob Elenas Tochter ihr Schwert wieder bekommt, Bastanio das wieder zusammenflicken kann, das werdet ihr dann irgendwann später mal erfahren. Muss ich mir vielleicht mal aufschreiben. Vielleicht fangen wir Bastanios Pilut an, damit dass er das Schwert neu flicken muss. Ja. Auf jeden Fall lustig als Verbindung. Können wir tun. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Pixelbeast, der die tollen Tonschnipsel hier eingespielt hat. Ich weiß, der erste war in der Übertragung gedoppelt und schlecht hörbar. Aber ich habe es beim zweiten und der zweite war wesentlich wichtiger. Den habe ich, glaube ich, besser hingekriegt. Ja. Und ich hoffe, du hast es auch irgendwie über den Stream hören können. Ja. Ich habe beide gehört. Gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, aber ich habe es beide gehört und danke Pixelbeast für die geile Intonierung. Ja. Nur von mir. Genau. Also, falls ihr mal jemanden braucht, der euch Sounds und so einliest, könnt ihr euch gerne an Pixelbeast, der ist auch gerade im Chat, könnt ihr euch gerne an ihn wenden. Der macht das bestimmt gerne. Nisa schreibt da auch, hat einen großen Spaß gemacht. Ja. Man darf schon mal einen Kaiserdrachen sprechen. Ja. Ja. Mega. Ich bin sehr froh, dass mich die kommende Kampagne nicht spoilern kann. Ja. Pölle, genau. Ja. Sierra schreibt auch Zugabe. Ja, Zugabe. Mit Elena gibt es halt in Form von der Kampagne. Also ihr werdet von ihr bestimmt noch ein bisschen mehr sehen und hören. Ja. In 2 Wochen geht es weiter mit der Splitterdämmerung, mit einem zweiten Prelude. Und dann werden wir uns, glaube ich, Mora widmen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Sierra ist dann dran. Genau. Und dann werden wir eine ganz andere Geschichte erleben, die hoffentlich kein komplettes Borberat-Kampagnen-Abenteuer ist. Aber jetzt wisst ihr Meister da draußen, man kann ein komplettes Borberat-Kampagnen-Abenteuer in 2,5 Stunden durchmachen. Die Spieler haben dann zwar nicht viel damit zu tun, aber man kann es erzählen. Ja, da passiert noch viel, viel mehr zwischendrin. So viel Spoiler war es dann doch nicht zum Abenteuer. Ja. Waren ja wirklich nur so ein paar Eckpunkte, von daher. Ja, ich kenne das Abenteuer auch nicht ganz. Einige die wichtigen Punkte, die für dich als Amazone halt wichtig sind. Mhm. Der Prozess und die Sache mit dem Drachen, das war schon. Ja. Ja, und du hast auf jeden Fall mit Hippolyta Rücken an Rücken gekämpft. Ja. Blöd, dass du es keinem erzählen kannst. Nee, das tut man nicht. Oh, Pixelbeast sagt, es war ein Speedrun, genau, richtig, ja. Aber sowas von. Ja. Ja, cool. Yeah. Ich schau mal, ob ich das Ganze ein bisschen geschnitten kriege, dann und ich werde versuchen, diese Kampagne hier auch als MP3-Anhör-Podcast zu veröffentlichen. Ich denke, heute geht es ziemlich gut. Weil es ja größtenteils Erzählung von mir und von dir war und halt wir nicht groß off-topic irgendwas hatten. Das heißt, man kann es super 1:1 nehmen. Und ja, könnt ihr das so ein bisschen als Hörbuch dann auch irgendwie unterwegs hören, wenn ihr da Lust drauf habt. Also wenn ihr so Podcast-Hörer seid. Soll ja jetzt in sein. Ne? Podcasts machen. Ja. Okay, ansonsten guckt ihr nächste Woche wieder rein bei der Phileason-Saga. Die geht nämlich nächste Woche Sonntag hier wieder los.
Splitterdämmerung dann in 2 Wochen wieder mit dem Prelude von Mora Waldbrand. Wallrand. Wallrand. Genau, nicht Brand, Rand. Ich bin immer noch bei dem brennenden Kurkum. Ja. Das ist eine Schmugglerin. Mal gucken, oh, ja. Gucken, was wir mit ihr zusammen noch erleben werden. Ja, ja. Hast du noch was zu sagen? Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend da draußen. Und ja, bin auch gespannt, wie es denn jetzt so weitergeht mit der Kampagne, wenn wir dann da durchstarten. Ja, vielen Dank dir, Koali, fürs Leiten. Hat mega Spaß gemacht. Leiten war das nicht viel erzählen hier. Ja, aber es hat war trotzdem sehr schön erzählt und vorgetragen. Ja. Muss man ja auch können. Ich hatte viel Spaß an dem Schwarzschelm. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Ich finde, es ist auch eine der faszinierendsten Antagonisten in der Kampagne. Glaube ich gerne. Ich glaube, die SpielerInnen von der Kampagne hassen ihn, aber das ist auch richtig so. Lena hasst ihn auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der hat doch nichts gemacht. Der hat doch nur... nichts gemacht. Ja gut. Okay. Alles klar. Bevor wir uns jetzt weiter verquatschen, wünschen wir euch da draußen noch einen ganz tollen Restabend. Ich schicke euch jetzt gleich nochmal weiter. Muss aber schauen, wo ich euch... So, wer ist denn hier noch irgendwie online? Wir haben hier jemanden, der Dungeons and Dragons spielt. Das passt doch wie Faust auf Hand. Wollt ihr alle Dungeons and Dragons? Ja. Sagt mal schön Hallo vom Koali, benehmt euch und grüßt mir den Schlachtenwüter. Das passt auch übrigens. Alle ein Fyrondra gleich bei ihm in den Kanal rein. So, habe ich das jetzt richtig beginnen? Fehler ist aufgegangen. Ach so, okay, jetzt checke ich das. Ich bin immer noch irgendwie Twitch-Neuling hier. So, also, für Rondra beim Schlachtenwüter. Bis später, tschüss. Schade, vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.